Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zur, ich hatte es gesagt, letzten Runde. Vielleicht ein Wort vorweg. Ich moderiere oft solche Sachen und oft ist das Problem eher, dass sich alle immer einig sind und dass das alle so unter so einer gewissen Konsenssoße sozusagen erstickt wird. Ja, das ist aber so. Und gerade bei diesem Thema könnte man ja sich irgendwie, weil man sehr vorsichtig ist, sozusagen auch verleiten lassen, Positionen nicht so deutlich zu machen. Ich glaube, das ist nicht das Problem dieser Veranstaltung. Also, obwohl es eine ja sogar wissenschaftliche Tagung ist, sind hier Worte wie unwürdig, uninformiert, unlogisch sogar gefallen. Habe ich selten gehört. Finde ich aber bei dem Thema nicht schlecht, weil es ja nun nicht dabei blieb, sondern auch sehr fachlich viele fundierte Beiträge es gab. So, wir wollen jetzt sozusagen das Ganze mehr in den politischen Raum führen und diskutieren, was die Politik machen kann, was die Politik machen soll. Sie werden es wahrscheinlich gehört haben, die erste Bundestagsdebatte zu den verschiedenen Entwürfen steht für den 3. Juli an. Insgesamt sind es 4 Gesetzentwürfe, 3 davon wurden schon präsentiert. Der 4. folgt, glaube ich, am Mittwoch, so hörte ich, ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen in größeren Zügen schon bekannt. Wir wollen jetzt diese Gesetzentwürfe nicht im Detail sozusagen hier diskutieren, aber das sollte ein bisschen schon die Leitlinie sein, welche Prinzipien, welche Leitlinien diese verschiedenen Gesetzentwürfe so entsprechen und wie der Wunsch ist sozusagen der Diskutanten hier vorne, dass so etwas geregelt werden sollte. Wir wollen das erst hier diskutieren, aber wie ich eben gesehen habe, gibt es ja einen sehr großen auch Redebedarf und einen sehr kompetenten Redebedarf. Das heißt, spätestens nach einer Dreiviertelstunde wollen wir auch Sie wieder mit einbeziehen. Insgesamt haben wir 1,5 Stunden Zeit. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, ich fange mal an, hier die verschiedenen Diskutanten, auch wenn sie Ihnen meistens wahrscheinlich bekannt sind, vorzustellen. Links nehmen wir zuerst Frau Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist eine der Politikerinnen, die einen, man sagt, ich würde sagen, so den liberalsten Vorschlag sozusagen gemacht hat. Wir werden nachher hören, wie er aussieht. Links daneben Frau Schöne-Seifert, Medizinethikerin an der Universität Münster, ehemals auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Sie hat auch sich oft und viel zu diesem Thema schon geäußert. Daneben die zweite Politikerin, Frau Reimann, für die SPD. Sie hat zusammen mit Kollegen auch von der SPD, von der CDU einen anderen Vorschlag gemacht. Auch das werden wir hören. Mittwoch, wie gesagt, werden wir dazu konkreter mehr hören. Dann daneben Herr Professor Duttke, Professor am Zentrum für Medizinrecht der Universität Göttingen und ganz an der Seite Herr Bourase, der wurde Ihnen schon vorgestellt. Herr Wittmann-Maus ist leider nicht da. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil Sie sozusagen, da wir jetzt keinen Vertreter haben, ich sag mal, der anderen Position, wenn man das jetzt so, was schwierig ist, nach liberal und weniger liberal sozusagen einordnet. Aber wir haben also jetzt nur 2 Vertreter hier, die also einen Gesetzentwurf eingebracht haben. Aber vielleicht mit Ihrer Hilfe und mit Hilfe des Podiums, wenn wir auch die beiden anderen irgendwie sozusagen mit hier in die Debatte einbringen. Ich möchte mal mit Ihnen beginnen, Frau Reimann. Es fiel mehrmals sozusagen, die Frage wurde gestellt, warum die Politik überhaupt aktiv werden muss. Warum brauchen wir überhaupt ein neues Gesetz und schränken nicht alle Gesetze, egal wie sie sind, die Freiheit, die wir bisher haben, eigentlich ein? Ja, die Geschichte dieser gesetzlichen Bemühungen ist ja eigentlich die, dass schon in der letzten Legislaturperiode Sterbehilfe vor allem verboten werden soll. Das stand im Koalitionsvertrag. Dazu hat die Justizministerin auch einen Anlauf gemacht. Da hat man sich aber nicht verständigen können. Und dann ist das natürlich in diesem Koalitionsvertrag wieder zur Sprache gekommen. Und wir haben allen Verlockungen widerstanden, sage ich jetzt mal, das im Koalitionsvertrag auch festzuschreiben und uns auf diesen Gruppenantrag und auf dieses Verfahren des Gruppenantrags verständigt, was ich dem Thema angemessener empfinde. Und so ist es jetzt gekommen, dass wir uns positioniert haben. Und dann ist natürlich auch der Gesundheitsminister sehr früh mit einer sehr klaren Haltung an die Öffentlichkeit gegangen, auch jenseits dieses Gruppenantragsverfahrens, das eigentlich verabredet war,
das eben vorsah, es braucht ein Verbot für Suizidbeihilfe. Und daraufhin haben sich die Gruppen formiert. Und es ist, ich will vielleicht meine Position und den Vorschlag, den ich mit Peter Hinze initiiere und Karl Lauterbach, Burkhard Lischke und einigen anderen kurz erläutern. Wir wollen dezidiert kein Strafrecht. Wir hätten aber ganz gerne eine Regelung, die eine Klarstellung vorsieht und eine Rechtssicherheit für die Ärzteschaft schafft. Wir haben ja, das muss ich hier nicht erläutern, in den verschiedenen Landesärztekammern ganz unterschiedliche Regelungen. Das war bei uns der Anlass zu sagen, das halten wir für eine ungute Situation im Land. Und angesichts der Pluralität, das ist hier alles auch schon genannt worden, in der Ärzteschaft, aber auch bei den Patienten, würden wir uns wünschen, dass es einen Rahmen gibt, der Rechtssicherheit für Ärzte wie Patienten schafft, unter bestimmten Bedingungen. Und da haben wir sehr, sehr stark natürlich in die Modelle geschaut, die es im internationalen Ausland gibt, und haben Oregon sehr intensiv geguckt, was wir in Teilen übernommen haben und jetzt auch vorschlagen. Dass man eine Öffnung macht, dass man eine Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch vorsieht, die eben die Bedingungen formuliert, unter denen das dann möglich sein soll. Würden Sie sagen, dass diese Praxis, die wir jetzt haben, sozusagen eher durch Sie eingeschränkt wird oder eher liberalisiert wird durch Ihren Gesetzentwurf? Weder noch. Ich will eigentlich das und das, was Bayern und Baden-Württemberg heute hat und ermöglicht hat, mit einer zurückhaltenden Formulierung im medizinischen Recht, im Ärzterecht und im Rahmen, den wir jetzt haben, nämlich eben keinerlei Strafbarkeit der Suizidbeihilfe für niemanden. Das würde ich mir fürs ganze Land wünschen. Die Frage ist, wie wir das ermöglichen, weil wir als Bundesgesetzgeber in das Standesrecht, ja, ich finde auch richtigerweise, nicht direkt eingreifen können. Mhm. Noch eine Nachfrage. Sie halten es aber relativ für ausgeschlossen, dass es kein Gesetz gibt, was sich ja einige auch wünschen, dass es eigentlich dabei bleibt, wie es heute ist. Ja, das gibt immer so gewisse Zwänge und Dilemmata in der öffentlichen Debatte. Wenn wir jetzt sagen, alles wieder zurück auf los, glaube ich, ist das eine sehr, sehr schwierige Debatte. Für die Sache, glaube ich, wäre da einiges gekonnt. Okay, vielen Dank. Frau Künast, ich hatte es eben gesagt, ich habe Ihren sozusagen Gesetzentwurf als den liberalsten sozusagen dargestellt. Sie wollen es nicht nur den Ärzten erlauben, sondern auch, was die anderen sozusagen verbieten wollen, oder stärker regeln wollen, Sterbehilfeorganisationen erlauben. Reicht es nicht, wenn Ärzte es selbst machen dürfen? Naja, ich glaube schon, dass wir der liberalste Gesetzentwurf sind, weil wir am wenigsten in der jetzigen Gesetzeslage ändern wollen. Die anderen Gesetzesanträge sagen entweder explizit, wie von Brandt und anderen, dass Vereine gar nicht dürfen, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, geht der Antrag, den Frau Reimann und andere haben, sozusagen konkludent davon aus, dass es keine Vereine gibt, sondern nur Ärzte den Rechtfertigungsgrund übers BGB haben, wenn die Bedingungen, die sie dann da noch vorstellen werden, erfüllt sind. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass wir eigentlich gar keine Änderung bräuchten, weil ich keine massive Fehlentwicklung sehe. Und dadurch, dass in der Koalitionsvereinbarung aber gesagt wurde, das kann sozusagen unabhängig von der Koalition gemacht werden, hat die CDU das dann auch wie ein Bollwerk auf die Tagesordnung geschoben, weil sie es immer schon wollte. Will ich jetzt erstmal gar nicht erklären, warum es so ist. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen und ahnen. Ich sehe keine Fehlentwicklung. Ich sehe, und die Gruppe, in der ich das zusammen erarbeitet habe, wir meinen im Übrigen, dass wir eigentlich mehr ein Fürsorgeproblem denn ein strafrechtliches Problem haben. Fürsorge heißt, wo gibt es zum Beispiel in Deutschland eine flächendeckend gute Palliativ- und Hospizversorgung? Berlin ist da relativ gut dabei. In anderen Ländern höre ich hier und da, sprechen mich ja immer mehr Leute, auch wenn ich Bahn fahre, darauf an, wir haben in Marburg hier oder da jetzt auch langsam was aufgebaut. Da liegt, glaube ich, das Problem und da liegt der Hase im Pfeffer oder die Angst und die Not. Ja? Wie kann ich denn mein Leben zu Ende bringen? Und werde ich dann versorgt? Sind meine Angehörigen nicht dann überfordert? Wahrscheinlich ist erstmal per se jeder überfordert, logischerweise. So, und jetzt ist aber, nachdem die Debatte so angefangen und angeschoben ist, haben wir uns dahingestellt und überlegt, dass eigentlich die Behauptung, nämlich es könnte, wenn es erlaubt ist, in Zukunft zu Fehlentwicklung kommen, nicht geht. Warum? Weil es ist ja schon erlaubt.
seit 140 Jahren ist Beihilfe nicht strafbar, seit sozusagen identisch mit dem StGB-Alter. Und es hat keine massiven Fehlentwicklungen gegeben. Sonst würde ja irgendjemand sagen, hier sind die Beweise, hier sind die Daten und Fakten, gibt es aber gar nicht. Deshalb nochmal die Haltung, eigentlich muss man nichts verändern. Und wir haben uns jetzt aber überlegt, dass wir auf diskutierte Sorgen ein Stück eingehen wollen und einen Punkt sehen, der uns im Hinterkopf ist. Und dieser eine Punkt im Hinterkopf ist gar nicht einer, der mit Tötung zu tun hat, sondern mit der moralischen Kategorie, womit, oder ethischen Kategorie, womit soll man Geld verdienen können. Es ist also fast ein Finanzding. Wir haben ein Extragesetz zur Straffreiheit der Beihilfe zum Suizid gemacht, also extra bewusst rausgenommen, weil es in den Tötungsdelikten falsch stehen würde. Ja, weil wir ja nicht den Vorwurf der Tötung haben, sondern sagen ethisch, es ist nicht richtig, hier Geld verdienen zu wollen. Und deshalb sagen wir dann sozusagen, wir erlauben nicht auf Dauer angelegt und nicht unerheblich Geld mit Beratung organisiert verdienen zu wollen. Alles andere lassen wir aber zu. Bei allem anderen bleibt es bei der bisherigen Rechtslage, ob Sie Verein, Stiftung, Arzt sind, der das regelmäßig die Frage, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich will, würden Sie mir dann Beihilfe leisten? Der Arzt darf weiter sagen, die Ärztin, ja, ich werde, und für die Angehörigen bleibt es auch so. Das heißt, nur diese finanzielle Gewinnerzielung ausrichten wollen wir in Zukunft bestrafen. Alles andere bleibt so und wir machen auch keine Gesundheitskriterien, die wir aufstellen, weil ich glaube, dass man diese Notsituation nicht allein begreifen kann hinter den Begriffen schweres, großes Leid oder große Schmerzen. Was wir daneben noch tun, ist etwas, was eigentlich jedem, der es professionell tut, selbstverständlich ist, nämlich eine ordentliche Dokumentation. Also wir haben versucht, aus anderen Anträgen und so und Entwürfen, die es schon gab, zu lernen und zu sagen, also warum soll man angesichts des Rechtsguts, um das es hier geht, nicht aufschreiben, wie die Beratungspflichten sind, dass 2 Wochen zwischen Erst- und Zweitberatungsgespräch sein müssen, dass es zu dokumentieren ist und ähnliches. Da ja in diesem Land alles dokumentiert wird und jeder Medikamentenschrank im Krankenhaus, wird man dies hier wohl auch dokumentieren können, dürfen, wollen. Und jeder Profi würde auch sagen, das ist richtig, weil es für mich persönlich ein Gerüst in der Beratung ist. So, über das ich nicht hinausgehen darf, und das sichert dann auch das Nachdenken. Also faktisch haben wir diese Dokumentations- und Darlegungsregeln, schlagen wir vor, und eben, du darfst damit kein Geld verdienen. Es gab mal jemanden, der jetzt gesagt hat, ja, aber Ärzte verdienen auch Geld, ja, aber damit nicht. Wieso nicht? Ja, weil sie dann schnell in der Situation wären, auf Dauer Gewinnerzielung ausgerichtet und so weiter. Ja. Also der Arzt muss sich bei dieser Handlung auf die Unkosten reduzieren. Okay, aber nochmal gefragt, warum brauchen wir die Organisationen, die ja die anderen Gesetzentwürfe sozusagen nicht haben wollen? Reicht es nicht, wenn es die Ärzte machen? Nein, weil ich, erstens kann ich ja sowieso keinen Arzt verpflichten, es zu tun. Also es kann ärztliche Aufgabe sein, muss aber nicht. Das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Zweitens gucke ich mir das wirkliche Leben an. Es gibt immer mehr Menschen, die alleinstehend sind und keine Vertrauensperson haben, also ihnen Nahestehende oder Verwandte am gleichen Ort. Und es gibt Leute, da muss ich mich ja ethisch fragen. Ich finde, der Kern der ethischen Frage ist für mich ja, darf ich als Abgeordneten meinen Finger heben für eine Regelung, die sagt, ich lasse dich in dieser Situation allein und du kannst kein Beratungsgespräch führen. Das ändert nichts dran, dass mein Ehrgeiz wäre, jeden zu überzeugen, ja, es nicht zu tun. Aber die Frage ist ja immer, ob der Gesetzgeber sich in diese letzten Stunden so einmischen darf, dass er sagt, mit dem, dem und dem darfst du nicht drüber reden. Und der Letzte, mit dem ich drüber reden dürfte, wäre vielleicht mein Ehemann oder meine Schwester, die damit überfordert sind, weil sie sagen, ich will nicht, dass du gehst, und sich irgendwie klammern und es professionell nicht können und vielleicht die Letzten sind, die diese Hürde nehmen können. Die könnten einfach sagen, wenn ich mich entschieden habe, okay, ich begleite dich. Ja? Aber ich finde, dass wir nicht so vermessen sein dürfen, sozusagen die Möglichkeiten, die jemand hat, ein auch offenes Gespräch zu führen, diese Möglichkeiten dürfen wir nicht eingrenzen. Das ist aber eine ethische Frage beim Gesetzemachen. Frau Reimann, welche Bauchschmerzen oder welche Probleme haben Sie mit den Organisationen, Sie und Ihre Mitstreiter? Wir haben nichts übrig für die, ich sage es mal so locker, für die Organisationen, für die Vereine. Aber wir haben sehr aufwendig geprüft, was es bedeuten würde, wenn wir die Vereine verbieten. Und so ein Verbot der Vereine, da sind wir ja her, da war der Ursprung der Debatte. Und
Dann hat man Vereinsrecht geprüft und dann können Sie die Neugründung und Neubildung natürlich von Vereinen verhindern, die sich einer solchen Aufgabe annehmen, aber natürlich nicht die bestehenden. Und wir sind dann zu der Auffassung gekommen, dass man die bestehenden Vereine, und die sollten ja zum Teil einige getroffen werden, die kann man nur verbieten, wenn man das ins Strafrecht geht. Und wenn man ins Strafrecht geht, das ist unsere feste Überzeugung, hat man so viele Kollateralschäden. Bei denen, wo es heute gut funktioniert, wo wir kein Problem haben, dass wir davon abgesehen haben, eine strafrechtliche Bestimmung dann ergänzend zu erlassen. Wir hatten in der Tat auch eine Überlegung, ob man sich da nochmal abgrenzend eine weitere Bestimmung bedient und haben das sehr intensiv geprüft, auch nicht nur bei Delikten gegen das Leben. Man hätte ja auch bei der Bildung von kriminellen Vereinigungen sich was überlegen können in einem anderen Zusammenhang. All das haben wir verworfen, weil wir sehen, und das ist ja auch, wenn man die bestehenden Vorschläge anschaut, meiner Ansicht nach einer der Probleme, die daraus erwachsen, dass dann natürlich die Abgrenzungsproblematik da ist. Einer muss entscheiden, was ist gewerbsmäßig und was ist eben nicht gewerbsmäßig, was ist nur einmalig. Und damit steht der Staatsanwalt ins Haus und wir haben eine Situation für die Ärzteschaft, die wir so nicht hinnehmen wollen. Vielen Dank. Frau Schöne-Seifert, Sie haben sich auch mit den vier verschiedenen Positionen, so wie Sie einigermaßen ja bekannt sind, beschäftigt. Sie hatten mal geschrieben, dass am wichtigsten sei es, eine gefühlte Rechtssicherheit für die Ärzte zu erlangen. Welcher der Entwürfe würde denn Ihnen am besten entsprechen und diese gefühlte Rechtssicherheit herstellen? Den vierten kennen wir ja noch nicht genau genug, als dass ich das sagen könnte, aber ich will jetzt schon sagen, ich fühle mich hier gut eingerahmt. Sowohl der Entwurf von Frau Künast als auch der von Frau Reimann ist in dieser Hinsicht ein Fortschritt gegenüber dem Status quo. Ich glaube nämlich im Gegensatz zu vielen Lobbystimmen und auch Stimmen, die wir heute hier gehört haben, dass der augenblickliche Zustand aus der Sicht einer humanen, liberalen Ethik, wie ich sie hier vertrete, unbefriedigend ist. In zweierlei Hinsicht. Erstens deswegen, weil wir zwar, so sagen die Strafrechtler und viele, viele andere, dass inzwischen eine einheitliche oder wenigstens dominante Sicht derart haben, dass das Strafrecht auch der ärztlichen Suizidhilfe nicht im Wege steht. Aber diese Einsicht ist längst nicht bis zu jedermann durchgedrungen. Und ich erinnere nur daran, dass noch der 66. Deutsche Juristentag an dieser Stelle etwas ändern wollte und auch eine Bekräftigungsnorm der Erlaubtheit der ärztlichen Suizidhilfe erwogen und verabschiedet hat, dass das Berufsrecht eben von vielen in seiner Stellung zum Strafrecht nicht richtig eingeschätzt werden kann. Kurz, dass die gefühlte, wahrgenommene Rechtssicherheit nicht hinreichend groß ist. Zweitens bin ich entschieden der Meinung, dass Ärzte die geeignetsten Suizidhelfer sind, aus Gründen, die hier schon mehrfach zur Sprache gekommen sind, und dass auf der anderen Seite Sterbehilfeorganisationen als zweitbeste Lösung, solange die erstbeste nicht sicher und zuverlässig funktioniert, nicht verboten werden sollten. Ich will noch ganz kurz zwei Thesen einfach in den Raum werfen, ohne dass ich für Sie argumentieren kann. Aus der Sicht einer liberalen Medizinethik wäre es ganz falsch, die Suizidwünsche von unheilbar kranken Patienten abzutun als die Wünsche von einigen Control-Freaks, wie das sozusagen manchmal hier heute gefährlich angeklungen ist. Das sind durchaus nachvollziehbare Wünsche. Ich erinnere an das, was Herr de Ridder gesagt hat, Siechtum und Unheilbarkeitsprognosen, wie sie unsere Urgroßeltern wirklich noch nicht gekannt haben, sind ein Produkt auch der modernen Medizin, ist Schattenseite der segensreichen Hightech-Medizin, die wir uns ja alle wünschen. Und deswegen sollten Ärzte da aus verschiedenen Gründen mit in der Verantwortung bleiben und sich nicht drum drücken. Aber es sind eben nicht nur so ein paar spinnete Leute, die nicht loslassen können und die Kontrolle bis zum letzten Moment haben wollen. Und dazu kommt, das wissen wir ja auch, dass es für Millionen von Bürgern antizipiert, wenn sie auf ihr eigenes Lebensende blicken, eine große Beruhigung ausmachen würde, zu wissen, dass sie zuverlässig und sicher und ohne ethische Skandalisierung ärztliche Suizidhilfe finden würden. Ob sie davon dann Gebrauch machen, ist eine ganz andere Frage. Sie sagten ganz am Anfang, es hat sich noch nicht rumgesprochen sozusagen. Würden Sie denn sagen, dass die meisten Ärzte gar nicht wissen, was sie dürfen? Jedenfalls wissen es nicht alle. Das weiß man ja auch aus Umfragen, wie Herr Schildmann sie erhoben hat.
Vielen Dank, Herr Professor Dudke. Wir haben vorhin gehört, es gibt sozusagen keine Pflicht zum Weiterleben. Es gibt andererseits auch kein Recht sozusagen auf ärztliche Hilfe. Gibt es aber das Recht jetzt der Ärztekammer, das wurde ja immer wieder angesprochen, das den Mitgliedern tatsächlich so zu verbieten? Ich würde zunächst einmal sagen, es ist erstaunlich, dass das Recht oder gar das Strafrecht dazu genutzt werden soll, das Standesrecht zu prägen. Das halte ich für eine erstaunliche Tatsache und soweit ich sehen kann, ist es aber offensichtlich in allen Debatten jetzt, die wir führen, deutlich mehrheitsfähig. Es geht doch eigentlich nach meinem Verständnis um einen wesentlichen Teil der ärztlichen Identität. Und das sollten wir doch zunächst einmal den Ärzten, Ärztinnen und Ärzten überlassen. Ich würde zweitens hinzufügen, entgegen dem Mainstream finde ich es zwar bedauerlich, dass es kein Konsens gibt innerhalb der Ärzteschaft über eine so bedeutsame Frage. Aber wenn das eben so ist, dann müssen wir eben mit dem Dissens leben. Und es wäre aus meiner Sicht, also ich sehe keine Legitimierbarkeit von außen mit Strafrecht, bürgerlichem Recht, was auch immer, darauf einzuwirken und zu sagen, bitteschön, in diesem Bereich erwarten wir Gesellschaft von euch, deutsche Ärzteschaft, dass ihr in einer bestimmten Weise euch betätigt. Natürlich könnt ihr euch auch verweigern, zumindest einige, aber doch cum grano salus hier tätig wird. Das halte ich für nicht legitimierbar. Es widerspricht auch dem Gedanken der berufsständischen Selbstverwaltung, zu sagen, ihr dürft zwar eure Aufgaben regeln, aber wenn sie uns nicht gefallen, dann werden wir entsprechend intervenieren. Erster Punkt. Der zweite, ich fühle mich hier in dieser schönen Ehrenwerden-Runde ein bisschen als Vertreter des Strafrechts, das ja schon angesprochen worden ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zunächst einmal noch einmal im Ausgangspunkt zu fragen, was soll denn eine Veränderung der Rechtslage bewirken? Was ist eigentlich die Zielrichtung? Und da gibt es einmal sozusagen diejenigen, die kriminalisieren wollen. Und da muss man sich fragen, ist das zweckmäßig und ist es legitim? Ja? Ich halte es nicht für legitim, einzelne Menschen mit strafrechtlichen Mauern zu umgeben, indem man ihnen die Möglichkeiten nimmt, Hilfen in Anspruch zu nehmen für ihre eigenen Wünsche, nur weil diese Hilfen in Form von Geld verdienen oder Arbeitsteilung oder in Wiederholungsabsicht geprägt sind. Der entscheidende Punkt muss doch sein, sind das Willensentschlüsse einzelner Menschen, die so charakterisiert sind, dass wir anderen mit diesem Wunsch konfrontiert, sie, sagen wir mal, hinnehmen können, nach Ausschöpfung oder hinnehmen müssen, ja, gut, hinnehmen müssen, nach Ausschöpfung. Nach Ausschöpfung aller Angebote, zu denen aber die anderen natürlich berechtigt sind. Aber am Ende soll der Einzelne entscheiden. Und wir haben ja nur die Sorge, die einzige Sorge ist ja, dass diese Entschlüsse voreilig getroffen werden, dass sie aus Unkenntnis der vorhandenen Möglichkeiten getroffen werden, dass sich vielleicht durch Einwirkung, durch Aufklärung, durch Hilfsangebote etwas noch verändern können. Das ist der einzige legitime Punkt. Das hat mit Kommerzialisierung, mit Geschäftsmäßigkeit oder mit Arbeitsteilung überhaupt nichts zu tun. Diejenigen, die frei verantwortlich sich töten wollen, müssen ja eigentlich froh und dankbar sein, sonst auf der anderen Seite professionell und arbeitsteilig und nicht chaotisch und unprofessionell zugeht. Das ist also gar kein Unwertkriterium, um das es hier geht. Und auch das Geldverdienen ist kein Unwertkriterium. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, dass sich der Staat jetzt raushält, dass man es den Ärzten überlässt und dass alles so bleibt, wie es jetzt ist? Jetzt kommt der zweite Teil. Okay. Also das Strafrecht ist zunächst einmal dafür nicht verantwortlich. Das Strafrecht wird in vielen Bereichen seit vielen Jahren missbraucht und auch in dieser Debatte fühlen sich die Strafrechtslehrer. Insofern bin ich Teil derjenigen, die sich auch mit der Resolution geäußert haben, ganz konform, fühlt sich auch hier missbraucht. Aber man kann durchaus einen Handlungsbedarf sehen, wenn man sich anschaut, dass offensichtlich stabil doch immer einige Menschen den Weg nach Zürich oder anderswo nehmen. Das ist aus meiner Sicht keine zufriedenstellende Situation. Und man muss konzentrieren, dass die Ärzteschaft sich sehr schwer tut, in ihrer internen Debatte hier ein Angebot zu unterbreiten, wie auch immer das konkret auszusehen hätte.
Also wenn man etwas tun wollte, dann müsste man darüber nachdenken, wie man diese Menschen abholt, die sonst auf eigenen Wegen in ihrer Einsamkeit sozusagen mit der Website von Dignitas oder was auch immer dann sich auf den Weg machen. Und das wäre aus meiner Sicht, wenn man das clever anstellen würde, sogar eine wesentliche Möglichkeit, um auch wirklich effektive Suizidprävention zu gestalten. Das heißt, die alle aufzufangen. Aber man muss am Ende natürlich konzidieren. Es muss auch die Option geben, sie dann auch gehen lassen zu können. Es kann keine reine Prävention sein, die sozusagen nur eine Möglichkeit vorsieht. Und da müsste man, da gibt es also sinnvolle Wege, um das auszugestalten. Wie würden die aussehen und welcher Gesetzentwurf würde dem am nächsten kommen? Keiner, natürlich keiner. Meine Vorstellungen sind ein bisschen abweichend. also ich könnte mir sehr gut vorstellen, eine zentrale Stelle, natürlich nicht behördlich, sondern in der Gestalt, wie sie hier auch am Nachmittag schon mal geäußert worden ist, eine Art von multiprofessioneller Zusammensetzung, wenn Sie so wollen, zentrale Ethikkommission, etwas in diese Richtung. Es würde sicher auch die Debatte innerhalb der Ärzteschaft erleichtern, wenn wir sagen, ihr nicht alleine seid dann vor dem Problem, jetzt tätig zu werden oder es eben sein zu lassen, sondern medizinisch-ärztliche Expertise in ein solches Gremium einzubinden, durch Gutachten, ohne dass das Problem entsteht, bin ich auch beteiligt bei der Durchsetzung. Und es wäre etwas, was uns die Möglichkeiten geben würde, einerseits die Gleichbehandlung der Fälle sicherzustellen. Das wäre, wenn wir es allgemein auf die Ärzteschaft projizieren, ganz sicher nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass ich den verehrten Kolleginnen aus der Ärzteschaft da etwas Falsches zuschreibe. Und es wäre etwas, was, sagen wir mal, auch die Möglichkeit bietet, Erfahrungen zu sammeln in diesem noch vergleichsweise neuen Bereich. Das hieße also jetzt über Deutschland verstreut verschiedene Kommissionen, die darüber entscheiden würden. Das hört sich aber ziemlich bürokratisch an. Ja, je dezentraler Sie es machen, umso mehr produzieren Sie natürlich wieder, wir kennen das ja aus den Forschungskommissionen, Ethikkommissionen. Also ich würde es schon, sagen wir mal, auf möglichst wenige konzentrieren, damit es nicht irgendwie zerfasert. Das wäre aus meiner Sicht, wenn man Handlungsbedarf sieht, mit Blick auf die einzelnen Menschen. Ja, also das sind zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen. Gibt es Bedarf zu kriminalisieren? Da würde ich sagen, eindeutig nein. Gibt es aber Bedarf, etwas anzubieten für einzelne Menschen, die am Ende wirklich gehen wollen? Dann würde ich sagen, tendenziell ja. Frau Schöne-Seifert? Ich frage mich nur, was würde eine solche Ethikkommission zusätzlich ausrichten können, außer dass sie die Hürde noch sehr hoch macht? Ich meine, wenn die Rahmenbedingungen heißen würden und müssen, Freiverantwortlichkeit und Stabilität des Sterbewunsches, das sind doch Kriterien, die tagtäglich auf unseren medizinischen Stationen abgeprüft werden von Ärzten, deren Patienten mit guten Gründen Therapieverzicht erbitten. Das sind genau dieselben Kriterien. Und dann kommt noch die Unheilbarkeitsdiagnose dazu, wenn man die als Rahmenbedingung möchte. Auch das ist eine genuin ärztliche Tätigkeit. Also wir brauchen gut ausgebildete Ärzte und Rahmenbedingungen, scheint mir. Zunächst einmal, das war der letzte Punkt, den Sie gerade ausgeführt hatten, wäre es ja nicht so, dass ein solches Gremium nach tödlich irreversiblen Verlauf des Grundleidens usw. zu entscheiden hätte. Das ist ja völlig deplatziert. Das hat auch mit Selbstbestimmung überhaupt nichts zu tun, hier eine Grenze zu ziehen. Es gibt keine Korrelation von, ich befinde mich am Lebensende und deswegen entscheide ich selbstbestimmt oder ich befinde mich nicht am Lebensende und deswegen darf ich das nicht. Das halte ich für völlig deplatziert. Egal, welche objektive Setzung Sie von außen als Grenze markieren. Sie können sie markieren, wie Sie wollen. Sie hat jedenfalls mit der individuellen Selbstbestimmung nichts zu tun. Und ja, warum ist das nicht etwas, was sozusagen die Ärzte dann breit für sich entscheiden können? Also mein Statement ist klar, das ist eine Sache der verfassten Ärzteschaft, darüber zu entscheiden. Und wenn die Mehrheit der Ärzteschaft sagt, oder jedenfalls innerhalb der einzelnen Regionen und dann eben unterschiedlich, das halten wir nicht für kompatibel mit unserem Selbstverständnis, weil wir nicht nur Individualpersonen sind, sondern eben auch Repräsentanten der Ärzteschaft in der Öffentlichkeit. Wir nehmen ja damit zugleich. Wir nehmen ja auch eine gewisse Rolle in Anspruch und wir werden auch als solche verstanden. Wenn ein Patient Suizidbeihilfe in Anspruch nimmt,
dann wird er sich doch an einen Vertreter der Ärzteschaft nicht deshalb wenden, weil er mit ihm besonders befreundet ist oder weil er sich da besonders aufgehoben fühlt, sondern weil er einen Arzt dafür in Anspruch nimmt. Aber ist es denn sozusagen tragbar, dass in einem Gebiet Deutschland sozusagen das erlaubt ist und in einem anderen, sagen wir 10 Kilometer weiter, es nicht erlaubt ist? Ist es tragbar? Von welcher Warte aus wollen Sie das beurteilen? Ist es tragbar? Ist es Realität? Und es ist ja letztlich eine Ausprägung der berufsständischen Moral. Und es ist aus meiner Sicht, hat jede Landesärztekammer, die in unserem Lande nun mal föderal zuständig ist, das Recht, mehrheitlich über dieses Selbstverständnis zu entscheiden. Und da gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Instanz, um darüber zu bewerten, dass das jetzt schlecht sei und dass ihr bitteschön mal euch irgendwie einig werden soll. Wir sperren sie alle ein und lassen sie erst dann raus, wenn sie einig geworden sind. Halte ich für völlig inakzeptabel. Okay, Frau Künast und dann Herr Borase. Dazu. Also ich verstehe eins ehrlich gesagt gar nicht, warum wir hier ständig über die Ärzte reden. Es geht doch um einen Menschen in Not, der nicht mehr leben will und kann. Das kann man doch nicht, ich meine, wen stellen wir denn in den Fokus der Betrachtung? Wir können doch jetzt nicht eine Ärztedebatte daraus machen, mit Verlaub. Das betrifft auch die Ärzte, aber im Fokus können doch nicht die Ärzte stehen. Es geht um einen Menschen, der frei verantwortlich überlegt, ich möchte mein Leben jetzt beenden. Und der sagt, dass es gibt ja verschiedene Arten, das zu tun, aber der sich entscheidet, ich will mit anderen drüber reden und will um Beihilfe bitten. Um genau den Fall geht es. Der wird immer auch in Zukunft, und das ist auch vollkommen okay so, einen staatsanwaltschaftlichen Besuch, wenn das erfolgreich war, auslösen. Weil es immer darum geht, auch die Mauer dahin zu setzen zwischen Beihilfe und aktiver Sterbehilfe. Die kann man gar nicht anders als mit der Polizei weshalb dazu auch die Dokumentation, ja auch in der Schweiz, die Dokumentation gehört, um das auch sicherzustellen, das weiß man dann ja auch. Diese Person ist die, die in Not ist und die das Problem hat. Und unsere ethische Entscheidung muss doch als allererstes die sein, ob wir dieser Person Gespräche verweigern oder nicht. Und zwar, indem wir das Gespräch bestrafen. Indem wir, ob Verein und Sterbehelfer, welcher Profession auch immer, man kann ja auch im Verein und Arzt sein oder so, oder in Anführungsstrichen nur Arzt, indem wir darüber ja die ganze Zeit reden, plus muss es eine spezifische Gesundheitsdiagnose geben, dass jemand schweres Leid hat oder sehr bald sterben wird. Oder dann geht es auch um Tetraplektiker, die sagen, noch dreimal in der Intensivstation mache ich nicht mehr mit, ich möchte jetzt zum Ende kommen oder so. Ja. Der hat ja nicht akut schweres Leid oder großen Schmerz. Also um so Dinge geht es doch. In welcher Organisationsform darfst du um Hilfe bitten? Und da möchte ich nochmal sagen, unsere ethische Debatte muss doch die sein, darf eine Gesellschaft sich eigentlich erlauben oder das herausnehmen, diese Gespräche bei jemandem zu verkürzen und zu sagen, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht, indem man sagt, jeder andere macht sich strafbar. Also der Arzt, der auf die Frage eben wiederholt sagt, ja, ist denkbar, dass ich dann zur Beihilfe komme. Aber ich werde es mir genau überlegen. Wenn der das 2-3 Mal sagt, würde er sich bei dem Vorschlag von Brandt und anderen ja sowieso schon mit beiden Beinen im Ermittlungsverfahren stehen, allein für dieses Sagen. Das heißt, du kannst als Person, als betroffene Person gar nicht mehr fragen gehen. Bei uns ist es offen. Der kann nur nicht sagen, ich will daran draußen Gewinn machen, ja, sondern nur Unkosten. Und bei Frau Reimann und anderen, ja, aber bei Ihnen gibt es eine Gesundheitsdiagnose, also eine Prognose, ne? Ja, wir haben eine Diagnose, das schon, ja, aber genau, das heißt so. Ja nicht, es gibt ja, wir haben kein Verbot, wie gesagt, wir haben überhaupt kein Verbot in dem Gesetz vorgesehen, sondern im BGB eine Vorgabe, einen Rechtfertigungsgrund und eine Ermöglichung, aber eben kein Strafrecht, weil wir das eben, die ganzen Probleme, die du siehst, ja auch sehen, für alle die das mehrfach machen, und wer täglich mit Sterbenskranken umgeht, wird auch häufiger die Frage erhalten. Da wird es dann abhängig sein von der Frage, wie wir abstimmen, und bei dem Gespräch hatten wir mal, als wir uns mal getroffen haben, hat der Herr Karl Lauterbach gesagt, ja, er will auch keine Vereine, sondern nur Ärzte, aber egal. Da wird man jetzt mal gucken müssen, wie das alles noch sich zurechtfummelt. Und ich musste das jetzt nochmal sagen, weil ich finde, das ist eine Verkehrung, wenn wir nur über die Ärzte reden. Natürlich müssen wir auch über die Ärzte reden, dass du keinen Arzt zwingen kannst, es zu tun. Aber was ich persönlich auch nicht akzeptabel finde, ist,
ist das jetzt der Gesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, da ist ja das stellvertretend hingeschickt, 600 Leute, ja, dass die jetzt sagen sollen, um einer Berufsgruppe irgendwie nicht zu nahe zu treten, regeln wir da nichts oder so. Ja, und es kann aber auch nicht sein eigentlich, dass man eine Berufszulassung verliert und auf die Straße geworfen wird für ein Handeln, das nach dem Strafgesetzbuch erlaubt ist. Das ist ein Zustand, der auch nicht akzeptabel ist, mal abgesehen davon, dass bei aller Zersplitterung der standesrechtlichen Regeln ich auch keinen Fall kenne, in den Ärztekammern, wo die Standesordnung sagt, Beihilfe ist verboten, dass da jemand seine Approbation entzogen wurde, weil die natürlich selber wissen, das Ding wandert bis Karlsruhe und dann brennt die Hütte. Weil in Karlsruhe sehe ich sehr gute Chancen dafür, dass die Leute sagen, man kann nicht jemandem die Approbation entziehen und damit, ich meine, für einen Arzt gibt es ja nicht mehr viel andere Möglichkeiten, außer er geht in die Chemieindustrie oder so, ja, also den auf die Straße schmeißt und quasi Berufsverbot macht, weil er etwas getan hat, was nicht verboten ist. Sie verstehen? Das hat am Ende eine Engführung. Aber ich finde, wir sollten uns, das muss man gerade machen, da muss auch noch mehr Klarheit für die Ärzte sein. Aber ansonsten würde ich mir wünschen, dass die Ärzte sich auf die Hinterbeine stellen und mal sagen, wir wollen mehr an Gesprächen abgesichert haben, wir wollen mehr Palliativmedizin, eine bessere Ausbildung in diesem Bereich, wir wollen, dass es das flächendeckend gibt. Das wäre den Schweiß der edlen, verbündeten Ärzteschaft wert. Also bevor Sie jetzt sozusagen eine Einschätzung der Gesetzentwürfe geben, wollte ich Sie nochmal fragen, weil das aus der Debatte vorhin immer wieder kam, um die palliativmedizinische Versorgung. Ist es klar, dass auch eine perfekte Versorgung sozusagen nicht die einzelnen Wünsche völlig sozusagen ausschalten kann? Aber schwächt nicht jede Debatte sozusagen über eine Ermöglichung von Sterbehilfe diese palliativmedizinische Versorgung, dass der Druck sozusagen da ist, immer mehr in diesem Bereich machen zu müssen? Es wurde ja immer gesagt, wir sind noch weit von einem Idealzustand entfernt und müssten wir nicht eigentlich erst den Idealzustand erreichen, der Palliativversorgung, bevor wir überhaupt über sowas diskutieren? Also, bevor wir über sowas diskutieren, glaube ich sicher nicht. Ich denke, dass die empirischen Daten, die wir haben, klar zeigen, dass eine Implementierung einer klaren Regelung, wir haben uns am Oregon-Modell orientiert, kein Hindernis ist für eine gute Entwicklung einer Palliativversorgung. Also das lässt sich empirisch nun wirklich nicht begründen. Oregon hat eine hervorragende Palliativversorgung, die ist seit Einführung des Death with Dignity Act noch besser geworden. Ja, man muss fairerweise sagen, in den Niederlanden haben sie das Pferd von hinten aufgezäumt. Also es gab erst die Euthanasie und dann haben sie festgestellt, dass es vielleicht doch besser ist, sie mit einer guten Palliativversorgung zu koppeln. In der Zwischenzeit haben sie eine hervorragende Palliativversorgung. Also wir haben keinerlei Hinweise darauf, jetzt rein empirisch, dass eine vernünftige Regelung, auch wenn sie implementiert ist und nicht nur darüber diskutiert wird, die Palliativversorgung in irgendeiner Form verschlechtert oder ihre Entwicklung behindert. Zur Frage der Selbstverständnis der Ärzteschaft vielleicht nur ein Satz. Wir haben heute ja die Daten gehört. Es ist nicht eine Mehrheit der Ärzte, die diesen Berufsverbotsandrohung unterstützt. Es ist bestenfalls eine Mehrheit der Ärztefunktionäre. Und das ist eine ganz andere Spezies. Das ist ein guter Punkt. Also auf jeden Fall ist das, das muss man jetzt erstmal feststellen, dass wir hier eine andere Verteilung der Meinungen haben, sozusagen bei den Entscheidern wie an der Basis. Das ist aber auch oft der Fall, ja? Auch in der Politik. Und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass wir hier den ärztlichen Blick auf diese Frage deswegen haben, weil wir ja gerade in der Palliativmedizin ganz, ganz viele Patienten am Lebensende versorgen. Von denen, ich arbeite ja jetzt in der Schweiz seit 4 Jahren, dann auch ganz, ganz wenige diesen Weg nehmen. Ja? Das heißt, wir müssen uns dann überlegen, was bedeutet das für unsere Praxis? Ja? Und was hat das für eine Konsequenz für die Arbeit, die wir täglich tun? Ich kann Ihnen sagen, bei etwa 1000 Patienten, die wir im Palliativzentrum in Lausanne jährlich versorgen, in den verschiedenen Bereichen, Konsiliardienst, Homecare-Team, Ambulanzstation und so weiter, nehmen so 1 bis 2 pro 1000, also 1 bis 2 pro Jahr, diese Möglichkeit von Exit, die es ja in der Schweiz gibt, wahr, schreiben uns vorher oder rufen uns an regelmäßig und bedanken sich für die Betreuung und sagen, jetzt hat die Krankheit ein Stadium erreicht, das mit meinen eigenen Vorstellungen von Lebensqualität oder Würde nicht vereinbar ist. Und das ist sehr unterschiedlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, für die das relativ früh in Anführungszeichen erreicht wird. Es gibt Patienten, die Unglaubliches erleiden und dabei auch noch glücklich sind. Was wir täglich wirklich erleben, ist, wie unglaublich verschieden die Menschen sind. Wie unglaublich verschieden die Arten sind, zu leben und zu sterben. Wenn es etwas gibt, was ich gelernt habe in vielen, vielen Jahren Palliativmedizin, ist, mich immer mehr zurückzunehmen mit meiner Vorstellung, was für diesen Patienten ein guter Tod sein könnte. Das ist nicht meine Aufgabe, das kann ich auch gar nicht. Wir werden wirklich täglich aufs Neue mit Menschen konfrontiert, deren eigenen Vorstellungen über ihr eigenes Leben und Sterben nicht nur unser Verständnis, sondern sogar unsere Vorstellungskraft sprengen. In dieser Situation nach einer Norm zu suchen, die irgendeiner wie auch immer gearteten Weltanschauung entspricht, ist ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wir haben dann, das war ja die Ausgangsbasis, unseren Gesetzesvorschlag, von dem wir nicht meinen, dass es der Stein der Weisen ist, sondern dass es die Diskussion in Gang bringen sollte, was es auch wohl ein bisschen getan hat, haben wir den nur erst einmal auf rein nüchternen Zahlen basiert, nicht auf irgendwelchen moralischen oder weltanschaulichen Überlegungen. Und diese Zahlen entwickeln sich, das ist ganz interessant. Die sind im Internet verfügbar, aber sie werden selten in der Zusammenschau gezeigt. Ich möchte Ihnen dann doch ein einziges Dia zeigen, wenn die Technik mir das erlaubt. Das sind die allerletzten Zahlen, die habe ich heute Nacht aktualisiert. Sie sehen sie auch vorne im Bildschirm, Frau Schöne-Seifert. Ja, das ist einfacher, kriegen Sie keinen Torticollis, ganz schlecht mit dem Bein. Das sind jetzt die Zahlen aktualisiert bis 2013 von der Entwicklung dieser Praktiken in den Niederlanden und Belgien, wo die Tötung auf Verlangen erlaubt ist, und in der Schweiz und in Oregon, wo der assistierte Suizid erlaubt ist. Wobei er in der Schweiz nicht geregelt ist, in Oregon ist er streng geregelt. Und man sieht einfach, ohne große mathematische oder epidemiologische Kenntnisse zu haben, sieht man sofort, in den Niederlanden und in Belgien gibt es eine rasante Steigerung. Wir haben heute früher eine Wissenschaftlerin gehört, Frau van der Heide, die gesagt hat, die Zahlen in Belgien sind möglicherweise mal 2 zu nehmen, weil nicht alle gemeldet werden. Das heißt, die wären dann genauso hoch wie in den Niederlanden. In der Schweiz sieht man auch eine Steigerung, die ist in den letzten Jahren doch ziemlich stark geworden. Das kommt daher, weil in der Schweiz es keine Regelung gibt. Die Suizidhilfeorganisationen haben keinen gesetzlichen Rahmen, ja? Und sie haben die Tendenz, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie einfach dem Autonomieprinzip einzig und allein verpflichtet sind und diese Aufgabe auch sehr gut machen, das Spektrum der Indikationen in Anführungszeichen für die Suizidhilfe ständig zu erweitern. Ja? Neuerdings eben auch Hochbetagte ohne zum Tode führende Erkrankung. Und das steckt auch hinter diesen steigenden Zahlen. Und da sagen wir jetzt tatsächlich als Ärzte, auch als Palliativmediziner, Achtung, da wo gar keine Regeln da sind, gibt es in unserer Welt immer Regeln und immer Gesetze. Das sind die Gesetze des Marktes, sind leider die Gesetze der Ökonomie. Ja? Und die können dann tatsächlich dazu führen, und da gibt es auch Hinweise dazu in der Schweiz, immer mehr von Kollegen, dass sich alte Leute rechtfertigen müssen, wenn sie diese Möglichkeit nicht wahrnehmen. Das ist eine Realität, das ist keine theoretische Sache, sondern eine Realität. In Oregon haben wir eine andere Regelung, die sich zum Teil in den Grundzügen im Vorschlag von Frau Reimer und Herrn Hinze findet. Und da haben wir, das ist jetzt mal eine Tatsache, Zahlen an sich sind keine moralischen Werte. Ja? Zahlen an sich sind erstmal nur Beschreibungen einer Realität und dann muss man sich immer fragen, was dahinter steht. Natürlich gibt es Menschen, die in der Schweiz Zugang zu assistiertem Suizid haben, die es in Oregon nicht haben. Ja? Deswegen ist es ja auch ein Unterschied zwischen Ihren beiden Entwürfen. Ja? Das können Sie da so ein bisschen abgebildet sehen. Diese empirischen Daten, das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, zeigen Ihnen so ein bisschen, was können wir so ein bisschen voraussehen, wenn bestimmte Entwicklungen kommen. Das kann man unterschiedlich bewerten und das möchten wir uns auch nicht anmaßen. Aber wir sehen in der Konstellation, die wir da haben, dass die Regelung in Oregon auf jeden Fall verhindert hat, dass in Oregon irgendwelche Bestrebungen nach Tötung auf Verlangen auftauchen. Die gibt es nicht, die gibt es auch in der Schweiz nicht. Ja? Da wird überhaupt nicht darüber geredet. Die Menschen sind zufrieden. In Oregon machen es aber die Ärzte. Und wir haben einen sehr, sehr hohen Prozentsatz von Menschen, die von den Ärzten beraten werden und nach dieser Beratung vom Verfahren ausscheiden. Und wir haben auch, und das sollte man nicht unterschätzen, die Tatsache, dass dadurch, dass in Oregon etwas verschrieben wird,
und nicht, wie in der Schweiz, ein Helfer von Exit nach Hause kommt und das mit einem Ritual da vorbereitet, haben wir in Oregon ein Drittel der Menschen, die das ganze Verfahren durchlaufen, was kompliziert ist, ja, an dessen Ende die Verschreibung einer tödlichen Substanz steht. Ein Drittel dieser Menschen, Jahr für Jahr, seit 17 Jahren, tun das in ihrem Nachtkästchen, das ist so eine Art Sterbeversicherung, und nehmen das dann nicht. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz starke suizidverhindernde Wirkung. Und diese suizidverhindernde Wirkung, Frau Künast, die haben wir empirisch bei den Suizidhilfevereinen nun einfach mal nicht. Ja? Das sind einfach reine Daten. Das heißt, es ist nicht so, dass ich meine, die Ärzte haben aus irgendwelchen gottgegebenen Gründen die Aufgabe, die heilige Aufgabe, sich dieser Praxis zu widmen, sondern wir haben gute empirische Daten, die uns vermuten lassen, dass es tatsächlich die beste Berufsgruppe ist, weil sie einfach die Kompetenzen hat, um eine umfassende Begleitung anzubieten, die eben dann auch dieses kleine Möglichkeit hat. Aber, und das kam auch heute vor, die moderne Form der Medizin, gerade am Lebensende, ist nie Ärzte alleine, sondern immer in Diskussion mit dem Team. Nur der Arzt ist halt der, der am Ende seinen Kopf dafür hinhält. Und das muss man ja auch respektieren. Frau Künast, ein Satz. Ein Satz, ja. Wir haben darum auch lange gerungen. Ich sage nur zwei Dinge, die mich dabei bewegt haben. Einmal, wir haben bei uns auch die Pflichtberatung durch einen Arzt, auch im Verein, die muss da sein, schon als Gegencheck. Zweitens, ich frage mich immer mal, was ist eigentlich bei der Variante, Oregon-Variante, mit den Dingen, die im Nachtschrank sind. Das ist mir ungeheuer, dass da Stoffe sind, die einen sehr schnell in eine andere Welt oder wo auch immer hin transportieren. Und es ist mir irgendwie ungeheuer, dass das bei ganz vielen Leuten liegt und ich nicht weiß, was danach, nach deren Tod damit passiert. Nach deren natürlichen Tod. Ja, aber wenn ich tot bin und es bis zum letzten Augenblick nicht benutzt habe, habe ich auch keine Pflicht mehr, es abzugeben, will ich nur mal sagen. Also, nein, ich weiß, ich sag mal nur, was einen bewegt. Ja? Es gibt jetzt nicht für alles eine Lösung, aber das war. Okay, war jetzt mehr als ein Satz, aber macht nichts. Frau Schönseifert. Herr Borasio, ich wollte nur noch mal ganz kurz davor warnen, aus solchen Grafiken zu viel abzulesen, auch an sozusagen Dammbruchsdiagnose für die Niederlande. Leider ist Frau van der Heide jetzt nicht hier, um das zu kommentieren, glaube ich, aber es ist jedenfalls nicht, wenn man sich diese Grafik anguckt, ist sie ja enorm vergrößert. Und Sie sagen rasanter Anstieg. Das ist ein relativer Anstieg von 2,3% vor 10 Jahren auf 3,4% relativ jetzt. Das ist kein rasanter Anstieg. Wenn man dazu sieht, dass die Holländer ja auch das Gefühl haben, dass bei allen Diskussionen um die Kriterienausweitung das trotzdem alles sehr unter Kontrolle ist. Also ich wäre einfach vorsichtig, daraus schon sowas abzulesen und will noch sagen, wenn Sie bei uns auftragen würden, wie die Zunahme von Todesfällen durch Therapieabbruch ist, dann hätten wir da ja auch vermutlich in den letzten 10 Jahren einen rasanten Anstieg, weil es endlich häufiger wird, dass Patienten sich da durchsetzen dürfen und wir fänden das ganz richtig. Also die entscheidende Frage dahinter ist ja, finden wir, dass jeder auf uns jetzt gemünzt, wo es überhaupt nicht um aktive Sterbehilfe, sondern nur um Suizidhilfe geht, finden wir da jeden verhinderten Suizid ein Bonus, etwas Erstrebenswertes? Ist jeder nicht verhinderte Suizid ein Skandal? Und dafür haben wir eigentlich gar keine Gründe. Das wird immer so perpetuiert, dass wir froh sein müssen, wenn alles präventiv gehandhabt werden kann. Aber was sind denn eigentlich die Gründe dafür, jemanden, der nicht am Ziehen von Schläuchen sterben darf, was wir ihm ja zubilligen würden, unter sonst identischen Randbedingungen zu sagen, es ist ein schlechterer Tod, wenn man ihn von eigener Hand herbeiführt? Ich sehe einfach nicht, welche Argumente wir dafür haben. Vielen Dank, Frau Reimann, Herr Dudke, und dann das Publikum, hatte ich ja versprochen. Die Problematik der Empirie hat Frau Schöne-Seifert schon alles vorweggenommen. Zur Schweiz wäre mir noch ein weiterer wichtiger Punkt zu ergänzen. Es ist, lieber Herr Borasio, nicht so, dass die Schweiz überhaupt keinerlei Begrenzung bei der Suizidbeihilfe kenne, sondern aus selbstsüchtigen Motiven Beihilfe anzubieten in der Schweiz ist schlicht strafbar. Aber das steht nur im Strafgesetzbuch und das steht eben, das ist sozusagen etwas, was sich offensichtlich nur schwer in der Strafjustizpraxis operationalisieren lässt. Deswegen bin ich hochgradig verwunderlich, warum wir so viele Gesetzentwürfe oder Privatentwürfe haben, die mit dem Kommerzialisierungsgedanken sprechen. Wir wissen es längst, dass, wo auch immer Sie es ansiedeln, es darf nicht aus Gewinnerzielungsabsicht dies oder jenes betrieben werden, dass das letztlich nicht durchsetzbar ist, weil Sie es nicht nachweisen können.
egal ob Absicht oder nicht, jedenfalls, Sie können auch gewerblich reinschreiben, dann haben Sie, das wird ja auch sozusagen subjektiv interpretiert, also mit der Zielsetzung, sich eine laufende Einkunftsquelle zu verschaffen. Sie können es formulieren, wie Sie wollen, Sie haben hochgradige Abgrenzungsschwierigkeiten, im Zweifel können Sie es nicht nachweisen. Und vor allem, und das ist ja für mich der entscheidende Punkt, was ist eigentlich der Legitimationsgrund dafür, dass wir Menschen kriminalisieren wollen, teilweise jedenfalls, die anderen zunächst einmal dabei helfen bei der Durchsetzung ihrer individuellen Wünsche und dabei zusätzlich auch noch Geld verdienen wollen. Wir leben in einer Marktwirtschaft, meine Damen, meine Herren. Herzlich willkommen. Also wer noch nicht angekommen ist, begreift es vielleicht jetzt. Und wir haben sonst auch viele Bereiche, in denen wir das gar nicht so unanständig finden, dass bei Bereichen, die ja besondere Pietät auch erfordern, durchaus irgendwo Menschen oder Organisationen sich befinden, die dabei auch Geld verdienen. Das finden wir sonst auch nicht unanständig. Das Einzige, was daran richtig unanständig ist, dass diese Kommerzialisierung vielleicht negative Effekte haben könnte für die freie Willensbildung der anderen. Das ist die einzige Sorge, die wir haben. Und das bedeutet aber, wir müssen hochgradig Wert darauf legen, dass die freie Willensbestimmung in einer existenziellen Notsituation, wo wir besondere Sorgfalt an den Tag legen müssen, wo es, sagen wir mal, auch viele Fragen gibt, ob vielleicht schon alle Angebote, alle Möglichkeiten wahrgenommen worden sind. All das müssen wir ausschöpfen. Sozusagen der Verdacht, das könnte letztlich auch ein unfrei verantwortlicher Suizid sein. Und das ist das legitime Anliegen der Gesellschaft, solche zu verhindern. Gibt es nicht nur Grund zu bedauern, sondern wir haben größten Grund, um solche Taten zu verhindern, zu intervenieren. Vielen Dank, Herr Dudke. Interessante Position, wahrscheinlich nicht unbedingt mehrheitsfähig, aber... Ja, das ist sicher das legitime Ansinnen, aber man muss einfach sagen, wir haben ja die Motivlage in der Politik kam ja etwas anders, aus einer anderen Perspektive. Nicht der Fürsorgegedanke, den Renate Künast umtreibt und der uns auch umtreibt, zu sagen, wir wollen, dass es eine Rechtssicherheit gibt für Patienten, also Patientenwohl im Vordergrund steht, sondern es gab natürlich schon auch die Motivation, das Handwerk von einem Dr. Kusch zu unterbinden. Und was wir jetzt haben, ist die Situation, dass Leute getroffen werden sollen, die man jetzt sicher vielleicht auch wirkungsvoll trifft, nur der Nebeneffekt, die Nebenwirkung, würde man medizinisch sagen, ist doch fast stärker als die Hauptwirkung in diesem Fall, weil natürlich alle anderen davon betroffen sein werden, wenn eine solche strafrechtliche Lösung gefunden wird und im Deutschen Bundestag eine Mehrheit erhält. Das war, glaube ich, irgendwie nicht das, was Sie da an Motivationen beabsichtigt haben, sondern wie gesagt, der Auslöser war tatsächlich Sterbehilfevereine in unterschiedlicher Ausprägung und die eben von allen eben auch als Auswüchse begriffenen Machenschaften des Herrn Kusch. Und der wird jetzt zum Anlass genommen. Und wir sagen eben, und hier sind wir uns da alle einig auf diesem Podium, leider haben wir keinen, der jetzt mit Vehemenz mal die Gegenposition vertritt, warum das trotzdem zu vertreten ist, dann mit strafrechtlichen Erwägungen vorzugehen. Vielen Dank. Vielleicht kommen jetzt die Positionen aus dem Publikum, die wir jetzt hier noch leider nicht haben. Sie sind jetzt aufgefordert, können dazu Stellung nehmen, können Fragen stellen, auch wie immer kurz sich vorstellen und dann bitte haben Sie das Wort. Dietmar Kurze, Rechtsanwalt hier aus Berlin. Passte sehr gut, was ich mir gedacht habe, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Frage an Frau Künast. Also ich bin Rechtsanwalt, ich berate zu Patientenverfügungen, ich berate zu Vorsorgevollmachten, ich berate dazu, wenn entschieden werden soll, ist es im Sinne des Patienten, bei Wachkoma-Patienten oder sonstigen nicht weiter zu behandeln, also abzubrechen. Und ich gebe es zu, ich verdiene damit mein Geld. Und ich komme heute hierher, verdiene heute keinen Cent, weil ich mich fortbilde. Und ich mache das gut, ich glaube jedenfalls, ich fahre dahin, wenn es notwendig ist. Das würde ich auch in solchen Fällen tun. Aber Sie wollen jetzt, dass ich... Und ebenso andere Ärzte zum Beispiel, die sich ebenso qualifizieren und damit befassen und viel Zeit darauf verwenden, damit kein Geld verdienen dürfen? Frau Künast, die waren direkt angesprochen. Das, was Sie jetzt für sich beschrieben haben, war ja keine Beihilfe zum Suizid. Das gut, Wort ist gar nicht vorgekommen. Wenn ich darüber jetzt berate, natürlich würde ich dann, wenn das möglich ist, auch sagen, das Mandant, das darfst du nicht, diese Möglichkeiten hast du. Das ist ja genau dieselbe Beratung und das werde ich sicher, wenn das Gesetz ist, auch sehr häufig machen,
wenn es gefragt wird. Ja, aber Sie beschreiben ja gerade eine allgemeine und umfassende Beratung von der Patientenverfügung über Vorsorgevollmacht bis sonst wie bis zum Behandlungsabbruch. Das sind doch erstmal alles Sachen, die erstmal mit dem Suizid noch gar nichts zu tun haben, selbst wenn Sie innerhalb dieses Gesprächs und alles abbrechenfähige Beratung, ne? Selbst wenn Sie da das Wort Suizid noch gar nicht hatten oder es auch zusätzlich mit reinnehmen. Wir haben gesagt, weil wir haben es ethisch überlegt, ja, auf Dauer angelegt, und zwar nicht mit Ihrer Beratungstätigkeit, sondern auf Dauer angelegt, die Gewinnerzielungsabsicht und das organisiert gemacht, da würde ich Sie gar nicht drunter subsumieren, weil Sie ein viel breiteres Feld haben. Es geht um Organisationen mit dem Ziel der Beihilfe zum Suizid. Also das muss sozusagen die Hauptarbeitsaufgabe sein. Und wenn da jemand sich derartig organisiert, und da bin ich übrigens der festen Überzeugung, dass man bei Vereinen und so das auch nachrechnen kann. Also bei jedem gemeinnützigen Verein scheint man doch auch mehr oder weniger in der Lage zu sein, in Deutschland rauszufinden, ob der Gewinne macht oder nicht. Dann wird man auch an dieser Stelle bei diesen Vereinen dabei sein und notfalls dann sozusagen die Gewinne abführen müssen. Um die Personen geht es auf Dauer angelegt und organisiert zwecks Gewinnerzielung. Und vielleicht eine kurze Nachfrage, was ist mit solchen Leuten wie der Dr. Arnold, der jetzt sagt, er hat schon mehrere hundert sozusagen oder über hundert sozusagen zum Sterben geholfen. Ist da die Grenze erreicht oder würden Sie sagen, ist eine Grenze? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo Sie fragen, aber ich hatte eigentlich an Dr. Arnold bisher so verstanden, dass er sich die Unkosten erstatten lässt. Okay. So, also wenn er irgendwo hinfährt und sich die Bahn fahrt und das Hotel und sonst wie bezahlen lässt, ist es keine Gewinnerzielung. Letzte Frage dazu, Frau Künast. Wenn es doch so ist, dass hinter dem Kommerzialisierungsverbot die Sorge vor Pushiness steht, so wie Herr Duttke das identifiziert hat, dass man Angst hat, dass, sagen, um Geld zu verdienen, Leute in den Suizidwunsch hineingetrieben würden und so weiter. Wenn das Ergebnis wäre, könnte man das ja so sagen, dass die Juristen auch mit heutigen Rechtsmitteln verfolgen. Dann bräuchte man diese zusätzliche Hürde nicht. Ist es nicht eine Hürde, die auch symbolpolitisch wichtig ist? Und das finde ich gar nicht problematisch. Ich finde, das darf man ruhig sagen. Ja, Sie haben es schon richtig abgegrenzt zu der Frage, ob ich jemanden bestimme, ja, der dann am Ende nicht frei verantwortlich ist. Da müsste aber, gleichwohl ich weiß, dass man das alles gar nicht immer nachweisen kann, aber die Staatsanwaltschaft müsste ja sagen, du hast den anderen bestimmt, also war es nicht mehr frei verantwortlich, ja, also war es auch keine Beihilfe zum Suizid. Ja. Das wäre ja jetzt schon erfasst, wenn man es jemandem nachweisen kann, logischerweise. Aber wir haben ja, das habe ich am Anfang gesagt, das ist sozusagen eigenes Ding. Wir haben gesagt, wir möchten nicht, dass jemand ein eigenes finanzielles Interesse hat. Das ist ja auch eine ethische Kategorie in solchen Dingen, die es hier und da auch woanders gibt. Das eigene finanzielle Interesse darin, sozusagen damit Geld zu verdienen und deshalb vielleicht auf eine andere Art und Weise dran bleibt. Das ist sozusagen der Versuch, die Beratung unabhängig vom Ergebnis zu machen. Bevor Herr Duttke was sagt, will ich doch erstmal das Publikum nochmal einbeziehen. Ja, bitte. Ja, Spittler, ich bin der Arzt, der wesentlich neben Herrn Kusch tätig ist. Herr Borasio, erstens zu dem, was Sie vorhin zu den Zahlen nicht in Anspruchnahme gesagt haben. Ich mache mir das Vergnügen bei den von mir begutachteten Patienten, wenn ich länger keine Nachricht von einem erfolgten Suizid bekomme, nachzufragen. Und die Zahlen sind natürlich problematisch, weil manche Gutachten erst kurz zurückliegen und manche lange. Aber ich habe eine nennenswerte Zahl, mit denen ich immer noch einen gewissen Kontakt pflege. Mit einigen bin ich mittlerweile befreundet. Das Thema steht weit, weit im Hintergrund. Das heißt, ich bin mit Herrn Minelli nicht einverstanden in dem, was er an Suizidprophylaxe behauptet. Das ist ein bisschen sehr überzeichnet. Aber wir haben solche Zahlen, wie Sie sie genannt haben, auch.
Und das sind Menschen, die ganz ausdrücklich sagen, ich möchte die Sicherheit haben, wenn, die haben von uns das grüne Licht, und wenn, dann können sie es in Anspruch nehmen und sie nehmen es nicht in Anspruch. Und Frau Reimann und Frau Künast, ich muss Ihnen schon den Vorwurf machen, Sie prügeln auf Herrn Kusch ein. Man kann mit ihm in vielen Dingen... Man kann mit ihm in vielen Dingen zu ihm kritisch stehen, das weiß ich. Aber man sollte doch vielleicht nach den konkreten Erfahrungen und nach den konkreten Verfahrensweisen gucken. Und man sollte zum Beispiel, nur um das blödeste Argument herauszunehmen, danach gucken, dass der Verein vom Finanzamt keinerlei Forderungen bekommen hat, weil die Gelder für die Vereinszwecke verwendet worden sind. Also was soll das Geschrei von dieser Gewinnerzielungsabsicht? Und ich möchte es auf die Spitze treiben. Ich bekomme für die Gutachten eine Honorierung nach GOE. Und ich nehme die in Anspruch. Und ich sehe nicht ein, dass wenn ich durch die Lande fahre und Leute ausführlich untersuche, dass ich das umsonst machen soll. Die Begleitung bei Sterbehilfe Deutschland ist kostenfrei, nach Vereinsbeitrag natürlich. Vielen Dank, wir sammeln mal ein bisschen. Der Herr dort hinten jetzt. Ja, eine Frage nochmal auch an die Politikerin. Es wurde ja gesagt, es ist sehr liberal, diese Gesetzentwürfe, und das hatten wir vorhin auch schon besprochen, dass es natürlich zunächst eine Verschärfung ist, weil jetzt erstmalig ja auch Ärzte, die in all diesen Entwürfen benannt sind, dann ja strafrechtlich sogar bedroht werden, was sie jetzt nicht sind. Ich glaube, es sind zwei Ebenen, die gewerbliche oder geschäftsmäßige Sterbehilfeorganisation und die Ärzte. Ich finde es schade, dass es so vermengt wird, auch in einzelnen Gesetzen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, auch bei den Ärzten Rechtssicherheit zu schaffen, vor dem Hintergrund, dass man sagt, die Berufsordnungen sind in den Kammern unterschiedlich. Was mich ein bisschen erstaunt, das ausgerechnet, es gibt ja auch die Kammerbezirke, wo dieses Verbot explizit herausgenommen wurde, wie Bayern oder Westfalen-Lippe, wo es ein Soll nicht ist. Wir könnten ja auch sagen, toll, es gibt Bereiche, da können die Ärzte jetzt ganz bedenkenlos zum Suizid assistieren. Ich höre die aber gar nicht jubeln in den Gegenden, sondern ausgerechnet aus diesen Landesärztekammerbereichen kommen die ganzen Ärzte, die wir täglich in den Zeitungen lesen, die sagen, das ist ja so schrecklich, dass wir das nicht dürfen, was wir wollen. Also ich frage mich, ob das nicht da doch auch eine Scheindiskussion, dass es um andere geht. Die eigentliche Frage ist aber, glauben Sie, dass sich durch so ein Gesetz dann tatsächlich Sicherheit bei den Ärzten schafft? Und zwar vor dem Hintergrund, wir hatten ja immer die Sicherheit schon, auch mit diesen komischen Begriffen aktive, passive, indirekte Sterbe, für die wir nicht verwenden sollten, weil sie in keiner Regelung stehen. Aber dass es zum Beispiel immer schon erlaubt war, natürlich die Therapie zu beenden. Dennoch haben Ärzte, und eine Umfrage von Herrn Simon hat gezeigt, 37% von Vormundschaftsrichtern geglaubt, das Abstellen einer Beatmung sei aktive verbotene Sterbehilfe und das Einstellen einer Chemotherapie. Und es gibt Ärzte, die glauben das immer noch, obwohl das noch nie verboten war. Das heißt, da gab es diese Rechtssicherheit immer, ist es nur nicht durchgedrungen offensichtlich, auch durch eine sehr unglückliche Sprache. Und wäre es vor diesem Hintergrund nicht viel klüger, eine wirkliche breit angelegte Kampagne zur Aufklärung der Patientenrechte zu machen? Weil was wir jetzt lesen, heißt ja, ja, wir dürfen abstellen, wenn dann am besten noch der siebte Notar seinen Stempel drunter gemacht hat und der Wille vorausverfügt wurde. Es müsste heißen, jeder Eingriff, und das ist so, ist eine Körperverletzung, wenn er nicht die Einwilligung des Patienten hat. Wenn das die Menschen wüssten, dass jeder medizinische Eingriff oder jede auch lebenserhaltende Maßnahme, selbst wenn die indiziert ist, eine Körperverletzung ist, wenn er es nicht will, dann wären wir vielleicht viel weiter. Und dann hätten wir vielleicht auch diese ganzen Ängste nicht, von denen ich das Gefühl habe, dass die Ängste sich jetzt sehr steigern durch die Diskussion und wir nicht dazu beitragen, wirklich Sicherheit zu geben, Ängste rauszunehmen und zu sagen, ihr müsst eigentlich nichts fürchten. Ihr müsst euren Ärzten auch irgendwann mal sagen, dass sie da nicht Unrecht tun und müsst auch auf euer Recht beharren. Also so eine Kampagne, die vermisse ich ein bisschen aus der Politik, weil wir haben wunderbare Möglichkeiten, auch Menschen sterben zu lassen und auch das Leben tatsächlich zu verkürzen. Das passiert tagtäglich. Es wissen nur die meisten nicht. Also da wäre mir sehr dran gelegen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir Rechtssicherheit bei Ärzten haben, wenn wir jetzt was ins Gesetz schreiben, was da eh keiner versteht. Kurz, Herr Borasio, dazu eine Kampagne für Sterbehilfe? Es geht... Mir geht es um was anderes. Mir geht es um diesen ganz zentralen Begriff, der angesprochen wurde, diesen Begriff der Angst. Weil die Angst ist ja die Überschrift über die ganze Debatte. Wir haben eine gigantische Angst,
in der Bevölkerung, bei gesunden Menschen, die Angst haben, dass sie vielleicht irgendwann in eine Situation kommen könnten, wo sie diesen Ausweg brauchen und die nicht zur Verfügung haben. Das ist ja der Hintergrund dieser ganzen Umfragen. Wir haben die ganz konkrete Angst von Patienten, dass sie wirklich denken, vielleicht komme ich in so eine Situation. Das ist einer der Gründe für die Wünsche nach assistierten Suizid. Wir haben die große Angst von Familien, das hat Frau Gamondi heute Vormittag gezeigt, die zum Teil sehr alleine sind, ein Stigma befürchten oder auch haben, je nach Kulturkreis. Und wir haben, und das ist der Punkt, den Herr Melchner angesprochen hat, die riesige Angst der Ärzte. Und das ist richtig. Die Landesärztekammergeschichte, das ist ja eigentlich, wird aber immer falsch verstanden, nur ein Nebengeräusch. Wovor die Ärzte Angst haben, ist vor dem Strafrichter. Da ist in Deutschland ist ja noch nicht einmal die Garantenstellung richtig abgeschafft worden. Ja? Es gibt ja kein Gesetz dazu, es gibt ja kein höchstrichterliches Urteil dazu. Ja? Es bewegt sich zwar etwas, aber wenn ich einen konservativen Richter in der ersten Instanz habe, dann bin ich erstmal vorbestraft. Das ist, es gibt ganz konkrete rechtliche Ängste und das, die wichtigste Angst, die wird nie angesprochen, das ist die Angst vor dem Betäubungsmittelgesetz. Denn die Ärzte haben bei der jetzigen Situation in Deutschland nur die Wahl zwischen Gefängnis und Pfusch, weil die Mittel, die verwendet werden zurzeit, nicht die Mittel sind, die optimal sind. Und wird immer von Ärzten verlangt, dass man das Mittel nimmt, was optimal ist, was keine Risiken eingeht. Und da wird wirklich gepfuscht, notwendigerweise, weil man sonst mit einem Bein im Gefängnis ist. Und das BTM ist scharf. Wir haben keine Dogmen in unserer Vorstellung. Aber wenn Sie Rechtssicherheit schaffen wollten in Deutschland, müssen Sie eigentlich nur eine Sache machen, anstatt extrem komplizierte Gesetzentwürfe, nämlich einen Satz im BTM-Gesetz zu ändern, dass die Verschreibung von bestimmten Opioiden für frei verantwortliche Suizidzwecke unter Dokumentationspflicht erlaubt ist. Und dann würden Sie die ganze Problematik mit einem Schlag beenden und wir hätten eine vernünftige Lösung. Und wir könnten dann tatsächlich über die wirklichen Hindernisse zur Selbstbestimmung am Lebensende reden. Sie haben einen genannt, die Unkenntnis der Ärzte. Wir fangen an, Palliativmedizin zu lehren, aber das dauert 20 Jahre, bis das natürlich durchschlägt. Und vor allem die immer noch endemische, ökonomisch motivierte Übertherapie am Lebensende. Darüber müssten wir viel mehr reden. Ich würde gerne zu den Patienten etwas sagen, weil es gibt, zu den Ärzten hat Herr Borasio, glaube ich, alles gesagt. Aber wenn man mit ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit diesem Thema befassen, dann kommt man zu dem, was Sie als Punkt hatten, nämlich diese Behandlungsabbrüche. Und wir reden in jeder Debatte, die wir über die Sterbehilfe machen, über Patientenverfügung und was da reinzuschreiben ist, was es an Möglichkeiten gibt und wo die Grenzen und ob es Reichweitenbegrenzung gibt. All diese Debatten, die wir in der Patientenverfügungsdebatte vor Jahren auch im Deutschen Bundestag hatten, das mag Ihnen jetzt zu klein sein, aber ich glaube, das ist eine der Beifänge dieser Debatte, dass wir wieder sehr, sehr klar über Patientenverfügung und Behandlungsabbrüche reden. Vielen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen. Nee, jetzt muss ich doch das Publikum. Wir machen es im Ping-Pong jetzt. Ich glaube, der Herr war zuerst die Dame und dann wieder das Publikum und dann die andere Dame. Ja, bitteschön. Eine Frage im Grenzbereich zwischen Medizin und Rechtswissenschaft. Die ganze Frage der Suizidbeihilfe hängt ja an diesem Begriff der Freiverantwortlichkeit. Und mit diesem Begriff habe ich ein bestimmtes Problem. Und zwar arbeite ich auch auf einer Vergiftungsstation. Wir sehen pro Jahr Hunderte von Menschen, die sich das Leben nehmen. Von denen sind sicherlich auch eine ganze Reihe, wo man im Vorfeld davon ausgegangen wäre, dass ihr Suizidwunsch sehr ernsthaft gewesen ist, dauerhaft wiederholt, so dass ich denke, dass sie auch von Sterbehilfeorganisationen zum Suizid angenommen werden. Was wir aber sehen, ist, dass Menschen nach einem Suizidversuch, wenn sie ihn überleben, in der wirklich großen Mehrzahl der Fälle ja, ihre Situation anders bewerten, auch wenn sie vorher sehr klar und dezidiert ihren Tod gewünscht haben. Und das, denke ich, ist nochmal ein großes Problem für die Frage, wie wollen Sie eigentlich Freiverantwortlichkeit, wie wollen Sie den freiverantwortlichen Suizid definieren? Und da sehe ich auch weder innerhalb der Rechtswissenschaft noch innerhalb der Psychiatrie bisher einen Konsens, wie man das tun soll. Mit dem 2021, also Schuldfähigkeit, hat die Frage der Freiverantwortlichkeit der Suizidentscheidung meiner Meinung nach sachlich jedenfalls nichts zu tun.
Vielen Dank. Noch die Dame und dann kommt Frau Günnast. Und dann, nee, Frau Schön-Seibert und Frau Günnast. Hier vorne, ja? Ja, ich habe eine Frage auch an die beiden Politikerinnen, und zwar bezüglich des Stellenwerts der Sterbehilfedebatte im Rahmen aller anderen Herausforderungen und Probleme, denen sich unsere Gesellschaft in den nächsten 20, 30 Jahren im Zusammenhang mit der Versorgung von Menschen am Lebensende wird stellen müssen und heute schon stellen muss. Das heißt auch im Hinblick auf die Finanzierung oder die bessere Finanzierung von Pflege- und Altenheimen, im Hinblick auf die Abrufung von Maßnahmen bei Krankenkassen, was schwierig ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass unglaublich viel Energie in eine Debatte fließt, die letztlich für einen sehr kleinen Prozentsatz an Menschen relevant ist, während die meisten Menschen immer noch in unter sehr schlechten Bedingungen in Altes- und Pflegeheimen sterben müssen. Vielen Dank. Jetzt nämlich noch die andere Dame und dann kommen wir hier alle rein. Ja, ja? Falkenberg, Hamburg. Ich bin Palliativmedizinerin. Ich bin zurzeit, möchte einfach mal sagen, wie ich mich dabei fühle. Ich bin bisher ganz froh, dass der ärztliche Suizid nicht erlaubt ist. Er schützt mich in gewisser Weise davor, dass Patienten diesen Wunsch intensiver äußern, als sie es tun. Sie tun es in geringer Anzahl. Ich signalisiere auch, und ich denke, das tun die ganz vielen Kollegen, die ich kenne, auch. Ich signalisiere ganz viel Offenheit dafür, für so einen Wunsch, und erlebe es dann doch, wie ja hier schon auch teilweise gesagt wurde, in den folgenden 3 Wochen, das ist so der Durchschnitt, den wir Patienten in einem Hospiz erleben, für 3 Wochen etwa, erlebe ich es ganz häufig, dass dann in dieser Zeit ganz andere Themen im Vordergrund stehen, nämlich eine Lebensbilanz und man Gespräche, ich will mal sagen, ähnlich einer Dignity Therapy dort führt, die der Würde, und das ist für mich der Würdebegriff des Menschen, sehr viel angemessener sind. Und einen Punkt wollte ich zu Ihnen noch sagen, Frau Künast, glauben Sie doch bitte nicht, also erstmal Qualitätssicherung bedeutet nicht nur Dokumentation, ja? Glauben Sie doch bitte nicht, dass wir mit Dokumentation oder einer Art von Qualitätssicherung in der Lage wären, zu organisieren, dass in Vereinen ein gutes Sterben im Sinne einer ärztlich assistierten Suizidhilfe ablaufen könnte. Ich selber habe gerade vor 1,5 Jahren in Hamburg einen ausgesprochen seelenlosen Verlauf so einer Situation erlebt bei einer Patientin im Rahmen unserer SAPV-Betreuung. Glauben Sie das bitte nicht, dass das möglich wäre. Das gelingt uns in so vielen anderen Einrichtungen nicht, wo Behinderte, wo Alte, wo schwer Beschädigte leben, da eine gute Versorgung sicherzustellen. Wenn Sie da wirklich hineingehen in diese Einrichtung, dann erleben Sie, wo überall die Defizite sind. Und es wird unendlich viel dokumentiert und qualitätsgesichert. Und das erreichen wir damit nicht. Wir müssen das irgendwie anders lösen. Und wenn, dann überhaupt doch über einen gut bekannten Arzt, der nicht der Freund ist, sondern der Arzt ist, dieses Patienten. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Punkten, die wir hier auf dem Podium jetzt klären. Herr Wiesing, muss ich jetzt ein bisschen gedulden. Ich hatte hier die Punkte. Einmal Betäubungsmittelgesetz, einmal das Problem der Freiverantwortlichkeit. Freiwilligkeit ist es tatsächlich so. Dann, wie werden die Ärzte sozusagen geschützt, dass da ein Druck aufgebaut wird, unter dem sie denn, also ein Erwartungsdruck. Und das Dritte war, ob Herr Kusch, das Vierte war, ob Herr Kusch nicht doch das, was er macht, in Ordnung ist. Ich fange mit Frau Schöne-Seifert an, die war nämlich... Ja. Zu dem Argument der nachträglichen Dankbarkeit nach den konterkarierten Suizidversuchen etwas sagen. Also mit dem Argument der nachträglichen Dankbarkeit könnte man, wenn man konsequent wäre, eben auch Zwangstherapie durchsetzen in all den Fällen, in denen man die Erfahrung gemacht hat, dass Patienten froh sind, wenn sie behandelt worden sind. Das geht natürlich nicht. Trotzdem nehme ich dieses Argument ernst und diese Erfahrung ernst, weil sie eben ein Licht darauf wirft, wie schwer die Beurteilung von Freiverantwortlichkeit in der Tat ist. Und ich würde all denen zustimmen, die sagen, unsere Ärzte sollten in dieser Frage und in dieser Funktion noch besser ausgebildet werden, als sie das bisher sind. Und will nochmal darauf hinweisen, dass dieses Problem sich in hundertfach, tausendfach größerer Zahl auch für die Frage von Therapieabbrüchen stellt. Und als den zweiten Punkt, den ich noch beantworten wollte oder zu dem ich was sagen möchte, ist die letzte Frage oder die letzte Bemerkung, dass Sie sich geradezu geschützt fühlen durch das Verbot oder das ärztliche Ethos-Verbot der Suizidhilfe. Ich würde mir wünschen und bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass Sie als Ärztin und Arzt dieses Schutzes nicht bedürfen.
Denn es ist wirklich an nichts mehr gedacht, und da sind sich, glaube ich, alle einig, als dass den dazu persönlich bereiten Ärzten im Einzelfall die Freiheit gegeben werden soll und dass nicht ein Druck auf Ärzte ausgeübt werden soll. Man kann nicht oft genug betonen, dass auch die Länder, die das seit langer Zeit erlauben, wie Oregon oder die Niederlande, eine gleichbleibende Fraktion von extrem opponierenden Ärzten haben, die das nie tun würden, die aber auch wenn sie interviewt werden, sagen, dass sie keine Schwierigkeiten haben, ihren Patienten das zu sagen und dann an andere Kollegen weiterzuverweisen. Zwei, drei Grundsatzfragen sind hier gekommen. Ich will zu der letzten Dame was sagen. Ihr glauben Sie doch nicht, hat mich schon angerührt, weil ich glaube auch nicht. Ich habe auch schon genug erlebt, ja, und gesehen, ambulant und stationär. Ambulant in Berlin geht ja noch, ne? Besser als an vielen anderen Orten. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß auch, wie der Personalschlüssel in den Altersheimen ist. Und ich weiß auch, dass die Leute alle beschissen werden mit ihren Heimverträgen. Und ich könnte Ihnen lang, dann weinen wir beide, Vortrag halten darüber. Aber jetzt sind wir in einer spezifischen Situation, und das passt auch zu Ihnen, wo Sie gesagt haben, ich sag mal salopp, haben wir eigentlich sonst nicht größere Sorgen. Genau. Ja? Was ist unsere Situation oder meine? Jetzt mal ganz offen und ehrlich gesprochen, in der Koalitionsvereinbarung steht drin, dass man koalitionsunabhängig eine Initiative, also ungebunden eine Initiative machen darf. Fragen Sie mich nicht, wie das da reingekommen ist. Ja? Ich hätte es lieber gesehen, Sie hätten vereinbart, nur gemeinsam, dann hätten wir vielleicht jetzt gar nicht den Druck. Dadurch, dass das da ist, sind einige vorgeprescht. Herr Gröhe, Herr Brandt und wie sie alle heißen, was sie alles verbieten wollen. Herr Sensburg hat sich vollkommen vergaloppiert. Der hat da gleich schon gesagt, er macht die Anstiftung zum Suizid oder so, irgendwie so strafbar. In Verkennung, ungetrübt von jeder Rechtskenntnis, weil man kann ja wohl nicht eine strafbare Anstiftung haben, wenn es keine rechtswidrige Haupttat gibt. Oder egal. Manche galoppieren da munter los. Wir haben jetzt den Salat. Ich hätte das nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Ich hätte mir immer gewünscht, dass es was gibt zum Thema, wie geht es eigentlich Menschen im Alter, von Städtebau bis Pflegeheim. Wie viel Personal ist da? Ich habe das bei meiner Mutter selbst erlebt. Jeder hat eine andere Kittelfarbe, und die, die das Essen ausgaben hätten, durften nicht mal mit ihr da sitzen und sagen, trinken wir mal einen Schluck, Frau Kühners, weil schon diese Bewegung ja große haftungsrechtliche Fragen ausgelöst hätte und so. Es ist alles beschissen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es ist beschissen. Ja, besser kann man es sich sagen, ja, dass es diese Nähe und nicht gibt. Und das ist einer der Hauptpunkte, das glaube ich schon, dass die Leute auch wissen, dass sie ihre eigenen Familienangehörigen überfordern, dass sie gar nicht am gleichen Ort wohnen und. Und den Personalschlüssel zu verändern, und da gibt es ganz viele Fragen an der Stelle. Aber wir haben jetzt dieses Ding auf der Tagesordnung. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt die Palliativmedizin-Debatte vorher führen. Und sag nochmal, ich würde hoffen, dass so wie bei den Strafrechtsprofessorinnen, Professoren und Richtern jetzt auch aus der Ärzteschaft vielleicht mal so ein Ding kommt, ja, so ein großes Papier, wo die sagen, stopp mal, unser erstes Problem ist unsere eigene Ausbildung, ist das Pflegepersonal, ist die Zeit, die Hand zu halten. Meine Mutter im Altersheim wurde zu einer ihr Bekannten geschickt, können Sie sich da nicht hinsetzen, Frau Kühners, und Händchen halten und melden Sie sich, wenn was ist. Das fand ich alles nett, ist auch was Rührendes. Gleichzeitig, denke ich, sind wir eigentlich vollkommen bekloppt. Vom Personal kann da gar keiner mehr hingehen. Und das erzürnt mich auch, wie Sie merken. Ja? Das erzürnt mich wirklich, was da los ist. Und jetzt will ich noch einen Satz sagen zu diesem frei verantwortlich. Dafür gibt es ja juristische Legaldefinitionen. Frei verantwortlich heißt volljährig sein, nicht psychisch krank sein. Deshalb haben wir ja aufgeschrieben, dass zwischen den Beratungen 2 Wochen liegen müssen, um zu. Und wer immer als potenzieller Sterbebeihelfer auch nur einen Hauch von Zweifel hat, sollte schon aus dem Grund der eigenen psychischen Gesundheit sagen, ich mache es nicht. Für die vielen Fälle, wo Sie sagen, das war später anders. Aber dann soll man sagen, ich tue es nicht. Vielen Dank. Jetzt kommt Frau Reinhardt. Jetzt war die Kollegin sehr ausführlich, will auch auf Ihre Frage antworten. Haben die nicht was anderes zu tun? Und man hat ja häufig die ist ja nicht eine einzelne Debatte, dass man denkt so, meine Güte, worüber wird denn da jetzt so ein großes Rad geschwungen? Es hat aber auch was Gutes. Ich bin bei Ihnen, wir reden über ganz wenige, ja, wo ich eher als Gesetzgeberin mich frage, steht es mir überhaupt zu, meinen moralischen Anspruch für diese wenigen auch noch durchzusetzen? Und das unterstelle ich einigen Kolleginnen und Kollegen jetzt mit ihren Entwürfen, ja, dass sie da noch etwas verbieten, als diese einfach laufen zu lassen. Und ich hätte ganz gern einfach eine Rechtssicherheit. Aber es hat auch was Gutes.
Wir würden nicht diskutieren über die Palliativversorgung in Pflegeheimen, wenn wir diese Sterbehilfedebatte nicht hätten. Und es ist ja eine ganze Zeit lang in der ersten Phase, als wir die Orientierungsdebatte hatten, immer gegeneinander gestellt worden. Da wurde immer gesagt, wenn wir nur eine gute Palliativversorgung haben, dann brauchen wir, ja verkürzt und ein bisschen plump jetzt gesagt, dann brauchen wir diese Debatte nicht, dann braucht man da gar nicht gesetzlich regeln. Nein, und das ist nicht der Fall. Und es ist Gott sei Dank gelungen, das erstens auseinanderzunehmen. Und dann muss man sagen, alle Gruppen haben ja das mit befürwortet, dass die Palliativversorgung wirklich ausgebaut wird. Und da geht es nicht um ethische, sondern um finanzielle Versorgungsfragen. Und wir haben dann auch beschlossen, dass Hermann Gröhe, der ja bis dahin nur mit einem Positionspapier und mit der Motivation und Absicht erkennbar war, dann auch einen Gesetzentwurf vorlegt. Der ist jetzt in der ersten Beratung am Mittwoch. Dann werden wir darüber diskutieren müssen, ob das ausreichend ist. Und ich finde, er legt den Finger auch in die Wunde, nämlich, dass er nicht die Palliativversorgung und nicht nochmal SAPV aufmacht, sondern die Situation in den Pflegestationen und in den Heimen. Über 300.000 Leute sterben in den Heimen und sind nur mäßig versorgt. Palliativversorgung ist das eine, ja, hospizliche Versorgung das andere und überhaupt der Pflegeschlüssel, das alles sind Themen, die da dranhängen und die Weiterungen, die sich damit ergeben. Und es ist ganz gut, wenn wir über diese Sterbehilfedebatte diskutieren, kann sich kaum einer dieser Debatte, die Sie da jetzt eben auch aufgemacht haben, entziehen. Und das, glaube ich, ist schon, da haben wir einen gewissen Schwungrad, ja, auch wenn die Debatte um die es eigentlich geht und für die wir jetzt einen rechtssicheren Rahmen machen wollen, eher eine ganz, ganz kleine Minderheit darstellt, angesichts der 300.000 und eben der vielen, die auch in Krankenhäusern eben versterben. Das ist ja der normale Tod, sage ich jetzt mal, dass man im Krankenhaus verstirbt und da häufig eben auch keine gute Begleitung hat. Rüttger und dann Herr Wiesing. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht freie Verantwortlichkeit, das wäre ein schönes, wichtiges Stichwort. Übrigens, Frau Künast, auch Minderjährige können frei verantwortlich handeln. Das ist also nicht richtig, das auf Volljährige zu begrenzen. Das ist im Arzt- und Medizinrecht schon seit längerem klar. Egal, okay. Sie können, solange Sie Erziehungshoheiten haben, können Sie machen, was Sie wollen von mir aus. Aber wenn Sie so um Regulierung allgemein für die Gesellschaft, da gibt es auch frei verantwortliche Minderjährige. Das ist übrigens auch ein Problem des Regelungsentwurfs hier der Verantwortlichen. Da steht ja auch Volljährigkeit drin. Aber vielleicht generell, es gibt natürlich eine allgemeine Grundvorstellung, die ist auch insofern unstreitig aus normativer Perspektive, was Freiverantwortlichkeit lauten soll. Das ist im Grunde genommen eine Art von Sonderform der Einwilligungsunfähigkeit. Und Sie können sich vorstellen, dass das immer mal schwierig ist, näher in eine Art von Regulierung zu präsentieren, sondern es gibt im Grunde nur eine Art von Leitgebung und dann natürlich der schwarze Peter dann auf die andere Seite, um das dann entsprechend auszufüllen. Und da, wenn da natürlich Bedarf ist, dann unterhalb einer gesetzlichen Regulierung, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial, um sich ins Benehmen zu setzen, um sozusagen interdisziplinär zu überlegen, in welchen Fällen, wann, unter welchen Prozeduren und so weiter können wir das feststellen. Das ist sicherlich besser als vielleicht die jetzige Lage, in der dann ein einzelner Arzt mit einem zu großen Freiraum vielleicht darüber zu entscheiden hätte. Aber das wäre ein lösbares Problem. Mir ist wichtig, vielleicht noch einmal das, was vorhin gesagt worden ist, Stichwort Symbol, Frau Schöne-Seifert, das war ein ganz treffliches Wort, aber Symbole per Rechtszwang, da bekomme ich also erhebliches Bauchcreme. Also wir alle können unsere Moralvorstellungen präsentieren, können dafür werben, kommunikativ, aber bitteschön nicht im Gewande des Rechts und schon gar nicht im Gewande des Strafrechts. Und vielleicht ein letzter Punkt, seine Beobachtung jetzt im Rahmen der laufenden jetzt Diskussion, die wir gerade führen. Ich habe jetzt sehr viel von unseren Rechtspolitikern gehört. Sie fühlen sich sozusagen gedrängt in einem Prozedere. Das Ganze ist am Laufen und wir müssen jetzt sozusagen Stellung nehmen. Erlauben Sie mir die sicherlich sehr naive Vorstellung eines Wissenschaftlers. Verdammt nochmal, wenn Sie das nicht gut finden, dazu etwas zu sagen, wenn Sie keinen richtigen Regelungsbedarf sehen, dann sagen Sie doch, es bedarf keiner Regelung. Warum müssen Sie sich an die Spitze setzen und auch noch einen Gesetzentwurf produzieren? Vielen Dank, Herr Wiesing und dann der andere Herr. Ich habe eine Nachfrage an Herrn Rüttger. Sie haben eben gesagt, ja, so ist es halt nun mal in der Bundesrepublik. Wir haben die verschiedenen Ärztekammern und haben die unterschiedlichen Regelungen. Ich bin nicht so ganz glücklich damit. Also wenn das bleibt, ist es ja nicht auszuschließen, dass wir demnächst einen Suizidtourismus in der Bundesrepublik Deutschland haben, wie die Taz schon so süffisant titelte unlängst, Dorlegs die nieder, auf zum Sterben nach Bayern, weil da ist es ja im Augenblick gerade erlaubt.
Gibt es nicht so etwas wie eine grundgesetzliche Anforderung, dass die Lebensverhältnisse einigermaßen gleich sein müssen in Deutschland? Und ist das in wirklich so gut, dass es in einer so zentralen Frage so unterschiedlich ist? Darüber hinaus betonen doch die Ärztekammern immer die Freiberuflichkeit und dass man den Arzt in seinen Entscheidungen nicht beeinflussen darf und dass man eben die Gewissensentscheidungen frei halten muss. Ist das nicht auch innerhalb der Argumentation der Ärztekammer inkonsistent? Darüber hinaus ist das zentrale Argument ja der Bundesärztekammer und der Landesärztekammer, sofern sie mitmachen, immer dieses Vertrauensargument. Wenn Ärzte das tun, schwindet das Vertrauen und wenn das Vertrauen nicht vorhanden ist, funktioniert die Ärzteschaft so nicht, wie sie funktioniert. Nun gibt es dafür nicht den geringsten empirischen Beweis, dass das der Fall wäre. Und alle Artikel, die ich kenne, die darüber gearbeitet haben, kommen zu genau dem gegenteiligen Ergebnis. Eine sture Haltung, wie sie im Augenblick ist, gefährdet viel eher das Vertrauen als eine flexible Haltung auf Pluralität. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich das richtig sehe, das Berliner Gerichtsurteil, das die alte Berufsordnung hier in Berlin ja in Bausch und Bogen verworfen hat in Bezug auf dem Verbot des ärztlich assistierten Suizids durch Berufsordnung, da stehen doch auch so Elemente, oder zumindest Anfragen drin, sowas darf man überhaupt nicht mehr in einer Kammer verbieten. Das heißt Autonomie hin und her, aber Beliebigkeit haben die Kammern doch nicht. Und es gehört doch gerade zu dem Wesen einer demokratisch verfassten Institution oder auch einer Ärzteschaft, dass sie bestimmte Dinge eben gerade nicht verbieten darf. Und meiner Meinung nach gehört der ärztlich assistierte Suizid dazu. Vielen Dank, Herr Wiesing. Der Herr dort hinten. Schuss aus Stuttgart. Ich möchte den Gedanken von Frau Schönes-Seifert nochmal aufgreifen. In jedem Unternehmen weiß man, wenn man die Qualität verbessern will, müssen nicht die Direktiven strenger werden, sondern wir müssen investieren in das Bildungsniveau, was an der Basis besteht. Dann wird die Qualität besser. Das ist in jedem Unternehmen so. Und wenn ich das noch sagen darf, auch Herr Borasio, wenn Sie diese schönen Kurven zeigen. Je komplexer die Diskussion wird, kann ich Ihnen sagen, wie die Reaktion der Ärzteschaft in der Breite sein wird. Man wird sich so verhalten, dass Sie keine Daten mehr bekommen können, denn wir werden keinen assistierten Suizid durchführen, sondern wir werden über eine palliative Sedierung in eine terminale Sedierung übergehen. Dann besteht keine große Dokumentationspflicht und wir haben genau das, was wir nicht wollen, dass wir mal Daten haben, mit denen wir arbeiten können. Diese Kurve in Oregon kann ich mir zum Beispiel so erklären. Da ist kein offizieller Suizid gemacht worden, sondern man hat sediert. Vielen Dank. Wenn ich jetzt im Publikum nichts mehr sehe, es ist ja schon 6:02, vielleicht einmal noch Frau Schöne-Seifert. Darf ich jetzt zwei Sätze bitte sagen? Ich möchte erstens nochmal zum Trost für meine beiden Nachbarinnen sagen, dass ich glaube, es gibt eine wirklich große Chance in dieser Diskussion. Wir haben nämlich erstens ganz oft, ganz viele von uns nicht gewusst, wie groß das Elend derjenigen ist, auch wenn es nur ein paar hundert oder ein paar tausend sind, die keine Suizidhilfe erfahren, finden können. Das sind nämlich Leute, die eben tatsächlich den Brutalsuizid begehen, wie die Strafrechtler das genannt haben, oder in irgendwelche Wohnungen in die Schweiz fahren, oder viel schlimmer noch, die so eine Art Dauerpatient mit Bittbriefen werden, die wir alle bekommen, mit grauenhaften Falldarstellungen, verzweifelten Schilderungen von Angehörigen, deren halber Lebenssinn darin besteht, irgendwie Hilfe zu finden und zu dokumentieren, wie verzweifelt sie sind. Oder eben die Alternative, jemand wie Herr Arnold fährt mit einer Kaffeemühle durch die Lande und zerreibt Tabletten, die er nicht auf Rezept verschreiben darf dafür. Das alles sind keine haltbaren Zustände für eine humane Gesellschaft. Dazu kommt, dass die Verbotsformel mit Blick auf das ärztliche Ethos, Unvereinbarkeit von Suizidhilfe und ärztlichem Ethos, eine wirklich oberflächliche, rigide und unterkomplexe Formel ist, die einfach gebetsmühlenartig den Ärzten beigebracht wird und die tief inhaliert worden ist. Und über die müssen wir eben reden. Ich bin der Meinung, und darüber muss man diskutieren, dass diese Verbotsformel einen inkohärenten Umgang mit dem hohen Rechtsgut der Selbstbestimmung manifestiert. Und darüber kann man diskutieren und muss man diskutieren, und das ist jetzt eine Chance, das zu tun. Vielen Dank, bevor Herr Wiesing jetzt das Schlusswort nochmal hat. Am Ende wollte ich ganz kurz noch die beiden Politikerinnen fragen, wie glauben Sie denn, wird die politische Debatte jetzt weitergehen? Sie wollen natürlich, dass Ihr Gesetzentwurf durchkommt, ist klar, aber vielleicht ein bisschen eine Einschätzung, wie wird es weitergehen? Also wir hoffen, dass wir 4 Entwürfe, 5 Entwürfe im Deutschen Bundestag dann am 3. Juli werden beginnen zu beraten.
jetzt im Moment, wir beide können nicht einschätzen, wo da die Mehrheiten dann bei den Kollegen liegen. Ich hoffe, dass wir das für alle überhaupt eine Möglichkeit gibt, das einzubringen. Ich will nämlich eine Sache schon sagen. Wir haben ja eine Zusammensetzung des deutschen Parlaments in dieser Legislaturperiode, die schon besonders ist, mit einer großen Koalition, die besonders groß ist, und in einer Fraktion der CDU-CSU, die besonders groß ist. Und so ein Gruppenantragsverfahren hat schon spezielle Kautelen. Und wir haben zum Beispiel nicht angepasst das Minimum von 39 Personen, die einen Antrag unterstützen müssen. Sonst haben wir die Minderheitenrechte angesichts dieser Situation ein bisschen angepasst. Deswegen hoffe ich, dass überhaupt alle den Antrag vortragen können. Dann soll es im Sommer Anhörungen geben, so wie das eben normalerweise der Fall ist. Und ich hoffe eben sehr, dass die Gesellschaft sich nochmal meldet. Und weil das vermisse ich, das will ich schon auch sagen. Wir hatten eine Debatte im letzten Jahr, die ist sehr stark aufgenommen und beachtet worden. Da gab es auch viele Meldungen aus der Gesellschaft und aus den Verbänden und Vereinen und Interessengruppen. Das sehe ich im Moment nicht. Und die Ärzteschaft spricht mit der entsprechend organisierten Ärzteschaft, aber wir hören wenig aus der Gesamtgesellschaft. Und das würde ich mir wünschen. Ich hoffe auch, dass wir so Themen wie Pflege weiter bewegen können, Palliativversorgung und auch überhaupt die Situation von Sterbenden in unserer Gesellschaft. Weil das ist etwas, was komplett an den Rand gedrängt ist und was wir bisher nicht vermocht haben, wirklich in den Mittelpunkt der Debatte zu rücken. Und dann wird man, so ist die Planung, im November hoffentlich einen Abschluss der Debatte bekommen. Das ist der Wunsch. Und bis dahin wünsche ich mir wirklich viele, viele intensive Debatten über die Thematik. Frau Künast, vorausgesetzt, dass Ihr Entwurf nicht durchkommt, was ich jetzt mal unterstelle, weil weder gehören Sie der Koalition an, noch ist sie Ihre sozusagen zentral, also sozusagen der liberalste. Wie wird das Ganze ausgehen? Ich meine, da wir ja auch kleine Änderungen haben, warum soll meiner nicht durchkommen? Oder besser, der aus meiner Gruppe dafür sorgen, dass es keine anderen Mehrheiten gibt. Dann hätte ich auch schon gewonnen. Sie verstehen? Okay, ja, das ist so Politiktaktik. Nee, das ist einfach so. Also es gibt dann mehrere Entwürfe, die da liegen werden. Wir werden sehen, wie viel. Wir werden sehen, wie viel sich dann noch irgendwie zusammentun. Aber für die, die gerade jetzt so schön geklatscht haben mit, warum machen sie denn einfach... Nee, sie hatten das gemacht mit, sie wollten mal ganz naiv was sagen, ja, hatten sie gesagt. Und warum muss man dann überhaupt was schreiben? Ja, wenn man eine CDU hat, die so groß ist, dass ihr von ihren Mitgliedern her noch nur noch 5 andere fehlen, damit sie eine einfache Mehrheit herstellen, ja, dann wäre es naiv, keinen eigenen Gesetzantrag einzubringen, der auch eingeht auf die Bedürfnisse von Leuten, um einfach mal auch CDUlern und Leute in anderen Fraktionen, in der SPD, bei den Grünen oder auch bei den Linken, Alternativen aufzuzeigen. Sonst können sie gar nicht so schnell gucken, wie dieser sehr restriktive Gesetzentwurf einfach das Licht der Welt erblickt, sprich im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet und in Kraft gesetzt wird. Um mal zu sagen, womit wir uns auch auseinandersetzen müssen. Wir sind ja immer auf mehreren Ebenen mit den Dingen miteinander beschäftigt und man muss immer hinten rechnen, wie geht's gerade den anderen. So. Und ansonsten sage ich mal, ich glaube, wir hätten unseren Beruf verfehlt, wenn am Ende nicht eine andere feste Regeln für eine andere Pflege, Palliativausbildung und so weiter da wären. Dann hätten wir echt mit Zitronen gehandelt. Das wird mich persönlich auch sehr frustrieren. Und da will ich dann nicht nur Absichtserklärung, sondern wir können gleich anfangen, in den Haushalt für 2016 was reinzuschreiben. Wir müssen gleich andere Pflegeschlüssel, Personalschlüssel und so weiter reinschreiben. Das kann ja nur eigentlich das einzige Ziel des ganzen Aufwands sein. Das soll das Schlusswort von dieser Runde sein. Das Schlusswort insgesamt der Konferenz hat jetzt Herr Wiesing. Wir bleiben sitzen. Ja. Ja, meine Damen und Herren, mir kommt die Ehre des Schlusswortes zu. Nach diesem ereignisreichen Tag werde ich keine weiteren Informationen und keine weiteren Argumente hinzufügen. Es ist viel gesagt worden. Ich erspare mir auch eine Zusammenfassung, weil die ja doch in gewisser Weise der Tendenz unterliegt, oder der Gefahr unterliegt, etwas tendenziös zu sein. Was ich machen möchte, ist danken. Zunächst einmal den Podiumsteilnehmern und dem Moderator für ihre Beiträge, für ihre Podiumsdiskussion. Ich möchte allen heutigen Referenten und Teilnehmern danken für ihre Beiträge und ich möchte Ihnen danken für Ihre regen Diskussionsbeiträge und Ihre Nachfrage. Dann möchte ich dem Stifter danken noch einmal, ohne den diese Veranstaltung nicht stattgefunden hätte.
Ich möchte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft danken für diesen Raum hier. Und ich möchte meinen Kollegen danken, mit denen wir das zusammen organisiert haben. Und dabei möchte ich eine Person besonders hervorheben, Ralf Jochs. Ralf Jochs hat diese Konferenz organisiert und seine Mitarbeiter. Ralf, vielen, vielen Dank. Ja, mit der Parlamentsdebatte kann man es halten mit einem bayerischen Großintellektuellen. Schauen wir mal, was kommt. In diesem Sinne, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke für Ihre Beiträge. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Auf Wiedersehen.